Moin, ihr Lieben, da sind wir wieder. Buns und Sili sind wieder am Start. Ich bin Sili, hallo. Und heute geht's weiter im Rust RP auf dem Chitang Community Server. Wir spielen Häuptling und Schamane. Heute großes Thema wird es sein, das Heli-Event. Da werden wahrscheinlich fast alle zugegen sein, entweder als Teilnehmer oder eben als Zuschauer. Es gibt irgendwie, glaube ich, 15 Kandidaten, die sich angemeldet haben. Da das quasi metamäßig halt ein groß angekündigtes Event ist, werden wir da auf jeden Fall auch hingehen, weil wir möchten das gerne auch sehen. Ob da viel quasi Raum ist für RP, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber das finde ich auch nicht schlimm, sondern wir gehen einfach hin, genießen das Event und danach geht es halt dann ganz normal weiter. Starten soll das Ganze 19:30 Uhr. Das heißt, wir werden so nach 19 Uhr gucken, dass wir uns da langsam einfinden. Davor vielleicht noch ein bisschen gucken, im Dorf gucken, ob alles okay ist, ob noch alles steht, ob noch alles da ist. Genau. Das ist so ein bisschen der Plan. Frage mich gerade, warum ich nichts höre, aber ihr? Sound runtergedreht, sehr gut. Wie ihr schon sehen könnt, haben wir wieder mal implementiert, dass wir quasi die Sichten wechseln können. Wir haben trotzdem noch das Problem. Wir haben immer noch das Problem, dass ihr nicht beide von uns im Mikrofon quasi hören könnt. Ihr hört vielleicht Bans im Hintergrund manchmal so ein bisschen nuscheln, weil ich das nicht ganz, weil wir halt physikalisch nebeneinander sitzen, nicht ganz ausstellen kann an meinem Mikrofon, trotz Richtmikrofon, trotz Filter, trotz allem. Manchmal redet er halt ein bisschen lauter und dann hört man ihn auch bei mir. Wir haben es halt nicht hingekriegt, dass wir quasi sein Mikrofon bei mir anschließen, sodass ihr ihn die ganze Zeit reden hören könnt und gleichzeitig aber nicht doppelt hört, weil der Ingame-Sound, wenn er Ingame irgendwas spricht, ist ja versetzt. Das heißt, ihr würdet ihn quasi über das Mikrofon hören im Stream und dann aber danach quasi versetzt über meinen Ingame-Sound, wenn wir in der Nähe sind. Es gibt einen Admin-Befehl quasi in Rust, dass man Spieler muten kann. Das geht, aber wir sind halt keine Admins auf diesem Server. Und deswegen haben wir es tatsächlich nicht hingekriegt, einen einzelnen Spieler zu muten. Das heißt, ich würde quasi Buns bei mir in-game muten, sodass ihr ihn nicht doppelt hören würdet. Das wäre die einzige Möglichkeit, die uns so eingefallen ist. Katze macht wieder Blödsinn im Hintergrund. Aber das funktioniert nicht so einfach in Rust. Falls ihr da noch irgendwie Ideen, Anregungen habt, sagt gerne Bescheid. Deswegen nicht wundern, wenn meine Sicht quasi groß ist, hört ihr mein Mikrofon, meinen Ingame-Sound. Aber ihr könnt Buns nur Ingame hören, wenn er mit mir redet. Wenn ich umschalte, ist es genau umgedreht. Da könnt ihr mich nicht mehr über mein Mikrofon hören, sondern nur Ingame, wenn ich mit Buns rede. Und da hört ihr halt dann entsprechend auch seinen Ingame-Sound. Aber wir versuchen das mal wieder. Ich sag, die Katze macht wieder Blödsinn im Hintergrund. Wir versuchen das mal wieder, ob das funktioniert, das Ganze. Was macht der da? Also, es klingt gerade wirklich so, als würde er einfach die komplette Wohnung auseinandernehmen. Ich weiß nicht, was er da tut. Er hat den Wahrscheinlich wieder. Scheißschrank aufgemacht. Wollte ich einfach unten. Er hat angefangen, oben aus dem obersten Regal den Taschenrucksack rauszukramen. Okay, also, wir haben hier so einen Einbauschrank in diesem Büro, wo wir hier sitzen. Und da saß er auch immer gerne drin. Da ist die Tür immer so angelehnt, ne? Da ist er auch ganz gerne drin. Das ist eine schöne Höhle da. Offensichtlich hat er jetzt angefangen, die Tür da aufzumachen und die Taschen aus dem oberen Regal rauszuziehen. Warum auch immer. Ich fange einfach mal an zu spielen. Also wir haben eine sehr starke Katze auf jeden Fall auch, ne? Falls das noch nicht aufgefallen ist, sie ist nicht nur sehr groß und sehr lang, sie ist auch nur sehr stark. Oh ja, die Kürbisse, oh Gott. Sind die alle schon vergammelt? Die wachsen natürlich weiter, auch wenn wir nicht da sind. Ne, Fruiting, na Gott sei Dank. Alles gut. Aber ihr habt kein Wasser mehr. Ah, nicht gut gewesen. Ich glaube, dadurch, dass sie kein Wasser mehr hatten, sind sie nicht kaputt gegangen. Praktisch. So. Alles auf eins. Katze ist mega. So. Also, North scheint noch zu stehen. Sagt die Kürbisse, da mache ich einmal kurz ein bisschen Farming. Nicht, dass sie alle vergammeln. Aktuell funktioniert übrigens unser Internet ganz gut. Das heißt, ich habe die Bitrate erhöht. Ich hoffe, das ist jetzt ein besseres Bild für euch. Also sowohl von mir als auch von Bans.
Genau, und wir haben halt einfach mal wieder implementiert, das hatten wir bei Minecraft auch schon gemacht, dass man quasi in klein immer das Bild von dem anderen sieht. Könnt ihr auch ruhig mal ein Feedback quasi dann da lassen, ob das okay ist oder ob das nervt oder quasi zu viel von dem Bild von dem anderen wegnimmt oder so. Wieder kein Wasser, aber könnt ihr nicht so holen gehen. So. Ihr seid soweit fertig, sagt er. Genau, von euch habe ich mal Saplings gezogen. Das weiß ich nicht. Oh, haha, GG ist gut. GG ist, glaube ich, halt richtig schlecht geworden. Ja. Einmal ist eigentlich auch. Ihr seid noch nicht fertig, was ist mit euch? GYY. Du bist schlecht. Oh, ein 5. Du bist auf jeden Fall geklont. GYY. Bist du weg? Habe ich bessere schon gesehen? Häuptling? Ja, Schamane. Du gerade zerstören Dinge in unserem Dorf? Ja. Warum? Warum? Mich ansehen. Dorfhäuptling wehgetan. Ich bin schön in so eine Scheißkanne jetzt. Du gemacht Fallen kaputt. Alle hat mich kaputt gemacht. Alle hat mich kaputt gemacht. Aber Fallen extra für Besucher. Und du kaputt gemacht Treppe. Kollateralschaden. Hier stehen noch eine Falle. Nicht fertig. Okay. Moment mal, so. Kürbisse. Was war jetzt mit ihm? Wollte ich den ernten? So, aufnehmen. So. Jetzt warte mal. Wir haben irgendwo... Ach, der war noch nicht fertig, ne? Doch, hier. 5. Hier, du kriegst dein eigenes hier. Da, hier. Könnt ihr nebeneinander stehen? Das passt ja. Was haben wir noch? Ja, okay. Das sind dann nur 3er? Ne, das ist noch ein 4er. Ja, okay. Ja, okay, ihr kommt dann alle weg. Ja, okay. Okay, die 4er klonen wir dann wieder und die anderen kommen weg. Dann kriegt jetzt hier mal jeder sein eigenes Becken, weil aktuell haben wir genug Kürbisse. Aktuell können wir ein bisschen die Klone züchten. So. Und das brauchen wir. Gut. Häuptling, fange das ganze Dorf ab hier. Ein Hühnerchen haben wir auch. Oh. Okay, wir haben das und das. Bisschen was zu trinken. Feuerpfeile, normale Pfeile. Den Hammer brauche ich nicht immer mitschleppen. Was fehlt, glaube ich, noch in meiner Leiste hier unten, oder? Ach, Bandagen. Ja, klar. Bandagen. Oh ja, ich habe jetzt einen Kessel. Neues. Stopp. Wie groß sind denn so die Stacks von den Bandagen? Weiß das jemand? So, für 10 Tage haben wir hier noch Upkeep, das ist sehr gut. Wir brauchen 1800 Holz pro Tag. So.
Ja, 9 gehen auf jeden Fall. Ach genau, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich wollte noch ein paar Kürbisse mitnehmen. Nee, das ist doch Kürbisdruck. Mal nach den Pferden gucken. Gucken, ob es die noch leben. Und wie viel sie gefuttert haben in der Zeit. Na, mich. So. Genau, haben wir noch ein Stündchen, ein gutes Stündchen, bis wir uns auf den Weg machen. Wir haben auch schon rausgefunden, dass das Ganze hier oben stattfindet. Oh, die verkaufen Ferngläser. Natürlich. Essen. Schlafsäcke wahrscheinlich für die Teilnehmer. Ah, okay, Metallfrag. Ja, stimmt. Wir lernen heute, wie Ferngläser funktionieren. Sehr gut. Wir nehmen einfach unsere mit und fragen dann die Leute, was sie damit machen die ganze Zeit. Das ist eine sehr gute Idee. Verkauf auch, also sie hat dann alles gedacht, verkauft auch Metallfragmente, damit man seinen Heli reparieren kann. Ne, wenn man Schaden kriegt, hat Spritzen oder Fleisch etc. Schlafsack, falls man stirbt, komplett. Ferngläser und Kameras. Tipptopp. Da weiß jemand, wie man Events. Sehr gut. Nee, das ist nicht meine Tür, wie immer. Hallo. Oha, das war aber knapp. Ich hatte nichts mehr zu fressen. Na gut, gerade angefangen, Gesundheit zu verlieren. 380. Aber der Druck war voll, als wir gegangen sind. Da war gestern noch der Server eine Stunde, nee, eine Dreiviertelstunde nur online. Und jetzt sind wir 3 Stunden später. In 3 Stunden den ganzen Druck leer gefressen, das ist ja der Wahnsinn. Und Teufel. Haben wir vielleicht doch nicht ganz so viele Kürbisse, wie ich dachte. Schamane. Ja. Häuptlinge haben neue Axt. Oh. Szenen. Ich habe einen Stein. Spitzenstein. Auch funktionieren. Auch funktionieren. Aber ich kann ich nicht flüstern können. Niemand mich verstehen, wenn ich flüstere. Wer steckst da noch rein? Schnubbeldubbel. Hallo? So, muss erstmal reichen, Jungs. Wie gesagt, ein Stündchen haben wir noch. Was machen wir in dem Stündchen? Ein bisschen farmen, oder? Was mal. Wollen? Nee, da habe ich gerade keine Lust drauf. Oh nein, warum machst du hier Fenster rein? Doch viel besser ohne Fenster. Ich find's besser ohne Fenster. Genau, wir könnten wieder wie gestern die Runde zum Hafen machen, gucken, ob da wieder 4 Bären rumlaufen. Also hier Straße längs zum Hafen. Ah ja. Häuptling. Da kommt ein Metallvogel. Schamane.
fast getroffen. Ups. Jetzt Feuerpfeile? Oh ja. Oh ja. Ich glaube, der farmt da Stein, oder? Der ist zu weit weg. So schnell komme ich da nicht hin. Wird wahrscheinlich einen Checkhammer dabei haben. Wer auch immer es ist. Hier liegen auch noch Steine. Da, hier unten. Überall. Neben unserem Dorf. Komm mal hierher. So, ich habe das, ich habe das. Ich habe ein bisschen Stein, ein bisschen Holz dabei. Pfeile, Fackel. Ja. Ich bin ausgehbereit. Und noch Inventarplatz mehr, indem wir den Ausweis da lassen. Jetzt lasse ich ihn wahrscheinlich immer da, weil ich ihn immer vergesse. Hier liegen auch noch Steine, ganz viele. Guck mal, ein Stein, Metall, Sulfur, alles da. Komm mal hierher. PvP-Gebiet darf er nicht einfach töten. Er kann ruhig herkommen. Wir schießen ja immer nur einfach schon mal aus Prinzip auf Metallvögel. Nachbarn wollten wir eigentlich auch noch verkraulen, ne? Nee. Die sind ja nicht da, das ist ja... Mach mal hin. So. Wollen wir da hinlaufen oder wollen wir die Pferde nehmen? Mhm. Weil da kann man eh so schlecht hin mit dem Pferd. Also wenn wir zum Hafen wollen, kann man so schlecht hin. Ja, lass uns mal... So viel Stein. Ach, wir lassen alles liegen. Ist das? Ja? Ist Audio heute leiser? Weiß nicht. Geht schon, oder? So, dann gehen wir da unten an die Straße. Dann sammeln wir einfach noch ein bisschen Zeugs und dann geht's ab zum Event. Mm-hmm.
Sehr gut. Hier scheint schon etwas länger keiner mehr gewesen zu sein. Ah, Stille. Genießt sie noch, solange sie noch da ist. Beim Heli-Event wird es sehr laut, sehr viele Stimmen, sehr viel durcheinander. Wird super. Das steht ein Pferd, das ist aber schade. Häuptling, du gehört? Peng. Noch ein Peng. Großes Peng. Ein Glitzerstock. Noch eins. Was ist das? Das liegt wie Explosives, aber wo? Nee. Und hier steht ein Pferd. Hat ein bisschen Gesundheit verloren. Das hat keinen Zettel dran. Nicht, ob das so ein spontan gespawntes Pferd ist. Das Schild. Schön. Jetzt, wo ein paar Leute an ihren Autoturrets gestorben sind, haben sie mal ein Schild aufgehängt. Achtung, Turrets. Ja, schade, dass wir nicht lesen können. Was machen wir jetzt mit dem Pferd? Was kurz nackig war. Nehmen wir es mit? So ein Ersatzpferd? Und stehen auch zwei Pferde. Aber die stehen am Druck. Du nicht. Du kriegst nämlich schon Schaden, mein Freund. Das werden die Furnaces sein. Ne? Häuptling, Menschen geben ein Rauchzeichen. Jetzt schnell weg, genau. Nein, nicht, dass das Pferd hier stirbt, weil es keinem gehört. Schade um das schöne, scheckige Pferd. Oh, entschuldigen Sie. Aber wir haben schon Probleme, zwei Pferde durchzufüttern, mein Lieber hier. Ja, wir können ja auf dem Rückweg gucken, ob es noch da steht. Wir gehen jetzt erstmal zum Hafen. Was hast du geworfen? Oh, Beeren.
Habe ich mich verjagt. Immer. Ist hier wirklich einfach so eine... Okay, ich dachte, es ist ein Grafikfehler. Durch, Oh, Pilze. Metallvögel fliegen tief heute, würde ich mal sagen. Sieht irgendwie seltsam aus mit diesen grasfreien Flächen. Essen. Yummy, yummy. Könnte man jemanden hinwerfen? So, das behalten wir. Das kann weg. Behalten wir das auch. Jetzt sind die Reihe mit den nicht so wichtigen Sachen. Luke, wir sind auf Dach, Häuptling. Jetzt hätte man eine Sicherung und eine Green Card. Belastet. So, auf zum Hafen. Häuptling, du alles mitgenommen aus komisch grüne Metallkiste? Da ist ja schon der Hafen. Moment, die Bären muss ich mir holen. Warum wachsen überall nur blaue Beeren? Das ist ja interessant. Sehr interessant. Ich wollte schon sagen, ich höre gerade überall Helis. Wir sind gar nicht mehr so weit vom Eventgelände weg. Aber ich glaube, üben war nur bis 18 Uhr. Müssten jetzt eigentlich alle durch sein. Maskauten. Es wird schon wieder dunkel, während ich zum Hafen gehe. Das ist unglaublich. Jetzt werden da gleich wieder 4 Bären auf mich warten. Mal.
Da läuft schon der erste Bär. Ich wusste es doch. Ja. Jetzt überhalb des Feuers lief ein Bär. Ich wusste es einfach. Aber sonst sehe ich hier keinen Rumstrawenzeln. Das heißt, einer von uns beiden muss gleich Licht machen, der andere muss Bären killen. Mein Häuptling. Mein Häuptling ist ganz woanders. Auch ganz leise ein Bär tapsen gehört. Also der ist irgendwo hier. Tapsi, tapsi, tapsi. Ich habe jetzt diese komische Kampfmusik. Oh, ein Tier. Kein Bär. Ich hoffe zumindest, es ist ein Tier. Kann ich leben. Oh, wow, die haben ja einen richtig harten Drop. Feuerpfeile. Hallo Schwein. Na, was geht? Moment mal, ich sehe dich nicht, das ist unfair. Ist weggelaufen. Oh, hey. Hat nix, ne? Ah, jetzt siehst du hier. Oh, ich bin erschrocken vor dieser blöden Sicherung da. Ich dachte, jetzt da steht jemand. Mann. Davor habe ich mich erschrocken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wo ist das Schwein jetzt hin? Ja. Schwein? Lass wieder tapsen. Oh, Moment. Gott, ich sehe nichts, ne? Ne, nicht getroffen. Ne, nicht getroffen. Ja, ich sehe es einfach gar nicht. Wo bist du? Dann komm her. Bleib mal genau da stehen. Moment. Alter. Ah, jetzt habe ich es getroffen. Gut.
Jagen in kompletter Dunkelheit ist auch einfach, ja. Das weggepackt. Hallo, Häuptling. Hallo. Du aufpassen müssen. Hier Bär unterwegs. Ich schon getötet, Schwein. So. Und das ist meistens auch was, genau. Muskelshirt. Ja, warte mal. Ups. Oh oh. Steht hier oben was? Zwei Fackeln sieht man uns besser. Hm. Was noch fest? Oh, zwei. Oh, Luxus. Schamane voll. So, jetzt abhauen. Du musst ihn hauen. Ich mache Licht. Jetzt sind wir wieder hier, ne? Genau, sehr gut. Warte mal, hier drin ist häufig auch noch was. Nein.
Irgendwie nie was drin. Das ist sehr traurig. Ja, man muss extra eine Leiter dafür hoch, ja? Eine Treppe dafür hoch. Kann ja wohl mal was drin sein. Okay, hier geht's raus. Ja. In den Zug. Oh! Oh! Musst du dir aber erst erklären lassen. Wird funktionieren. Hier. Wo ist der Bär hin? Schreck mich doch gleich wieder vor dem. Kämpf doch. Genau, hier sind meistens noch Fässer drin. Das meinte ich eigentlich. Dann erstmal ab zum Recycler, ne? Oh, hier ist noch was. Bräunlich. Mehr als genug an. Wie man sieht. Ja, also. Mehr braucht man nun wirklich nicht. Tierfett und so. Achso, nee, Metal Fragments habe ich nicht. Oder? Hast du noch Metal Fragments drin? Wozu brauchst du Holz? Der Baum. Ich kann auch einfach Fleisch mitnehmen. Ich glaube, wir haben alles, ne? Ja. Tja, und nu? Gehen wir noch ganz schnell in die U-Bahn und machen die 20 Leute weg. Crossbow? Ja, genau. Weil Crossbow viel besser ist als ein Bogen. Ja. Ja, muss aber auch nachladen. Deutlich länger. Deutlich länger. Oh, Truhe übersehen. Ja, die zwei schmeiße ich jetzt noch fix rein, da. Das machen wir noch. Okay. Der Bär einfach gegangen.
Eine Schweinerei. Hat's wahrscheinlich kommen sehen, hat gesehen, wie ich heldenhaft das Schwein erlegt habe und dann ist einfach gegangen. Geige Sau. Könnten noch bis zum, die Straße noch ein bisschen weiter bis zum Mining Outpost. Gucken, ob da noch was zu holen ist. Wenn wir schon mal da sind. Denn Zeit haben wir ja noch. Ja, fliegt schon wieder einer mit dem Heli? Auch einen spannenden Balkon da oben. Gucken wir mal. Okay, jetzt machen sie anscheinend alle schon bereit. Auf den Weg. An der Straße ist ja irgendwie gar nichts. Boah, ganz viele Pilze aber. Boah. Yeah. Hier, da, Beeren. Und mitnehmen, ja. Pilz. Noch mehr Pilze. Hanf. Wenn man so eine Stelle mal finden würde, wenn man wirklich komplett neu anfängt auf dem Server, ja? Nein, da muss man immer alles suchen. Oh. Meine Pilze, meine Bären, weg da. Oh, grün habe ich noch nicht, ne? Nee. Häuptling? Häuptling? Ja, Schamane. Du schon haben grüne Beeren? Moment. Hier liegen grüne Beeren. Sehr gut. Oh, du haben Platz für gelbe Beeren? Hier liegen gelbe Beeren. Oh, noch mal Pilze. Oh, du hast einen Platz für rote Beeren? Oh. Okay. Nachbarn schon genervt? Von den Bärensammlern hier? Wo bist du? Ja. Häuptling? Du haben vielleicht noch sowas wie glänzend Metall? Sehr glänzend Metall. Ist High Quality für Mittel weggeschmissen. Ja. Fleisch von Schwein. Fett von Schwein. Du haben. Samen von weiße Beere, Samen von Blaubeere. Schwarzes Stinkewasser, gelbes Stinkewasser.
Wir müssen auch gleich noch den Außenposten ausräumen. Wenn denn da noch was liegt. Die Pilze hier wachsen, mein Gott. Zweites Deck angefangen jetzt. Oh, was bin ich denn da? Samen von den gelben Bären. So, tschüss, Quiet, 2 Hardcore. Nein. So. Ja, dann würde ich sagen, Außenposten, dann zurück nach Hause latschen. Und dann auf den Weg machen. Da würde ich aber die Pferde nehmen. Jo, nö, hier ist nix. Was für den Recycler? Nein. Gut. Ja, warte mal. Entschuldigung. Und dann laufe ich oben noch ein bisschen durch den Wald und gucke nach Bären. Oh, da steht ein Wolf. Aber wir haben keinen Platz für Wolf. Hab keinen Platz für Wolf. Okay. Hallo, Wolf. Kommen wenigstens auf einen zugerannt, ja? Wenn man die anschießt. Nicht so wie alles andere. So. Was? Hier ist noch? Ah, gelbe Bären habe ich, sehr gut. Pilze? Kein Bärenbusch. Oder farmt einer, ja, ist ja schade. Er ist weggefarmt. Ach ne, da farmt Steine. Hat er wohl Glück gehabt. Was? Nee, ich habe nicht mal Scrap. Nee, macht überhaupt gar keinen Sinn, die kaputt zu machen gerade. Ich habe ja nicht mal mehr Scrap zum Stacken. Oh. Rück hier rumliegt. Oh. Vielleicht bist du schon voll mit Schweinefleisch. Ja auch 8 gegeben, also das ist ja ein Schwein, 8 Stück. Oh nein, den habe ich noch nicht. Auf dem Weg liegen grüne Beeren. Beides.
Die Samen hast du immer, ne? Ich bin direkt gegenüber vom Supermarkt gewesen. In den Bären können wir jetzt mal gucken, ob ich schon ein Schamanengetränk zubereiten kann. Das kann ich auch mitnehmen. Ja, dann brauchen wir ein bisschen. Deswegen habe ich Bären und Samen einschicken. Banz hat halt die ganzen Bären gegessen, damit er nur die Samen dabei hat. Kann ich kein Thema. Runter. Das Pferd steht hier noch, ich nehme es mit. Ja? Wenn ich sonst keiner will, ne, Schnuckiputz? Das Pferd voll ist von der Ausdauer. Das ist seltsam für ein wildes Pferd. Aber es hat schon ein Leben verloren, also. Und es stand jetzt die ganze Zeit da. Wenn jemand sein Pferd vermisst, kann er das gerne bei uns abholen. Wir haben es gefunden und möchten Finderlohn. Guck mal, die eine. Eine Bootshaus hat es auch nicht gemacht. Schnuffi. Komm schon mal Rinder. Auch kurz Platz. Moment. Was? Nicht. La 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 la. So, warte mal. Da komme ich, glaube ich, nicht mehr rein. Da einstellen. Mal sehen. Moment. Lass mich mal. Entschuldigung. Mal, danke. Oh nein. Alles gut. Gerettet. Dann gucken wir mal, ob wir aus den Sachen irgendwas brauen können. Als Schamane-Getränk. Guten Tag.
Nee, ich habe nur zwei rote Beeren. Einfachen Erztee könnte ich machen. Können einfach einen Holztee machen. Können einfach einen Schrotttee machen. Das war's. Also Schrott, Holz oder Erztee. Aber es ist ja ein Schamanengetränk. Das muss ja nicht für uns Sinn machen. Das gebe ich ja eher anderen, oder? Für Visionen und sowas. Braut aus den besten Pilzen da. Aber ja, was brauche ich denn? Holztee. Dass die Leute natürlich über den Schrotttee mehr freuen wahrscheinlich. Das ne? ist. Kann ich auch das grabben darf hier. Aus. Weil du brauchst. So, ich hab jetzt mein Schamanengetränk. Super. Ja! Endlich. Juhu. Oh. Noch Beeren. Das ist die Fleischtruhe und hier die andere Essenstruhe. Das ist die Bären mal rein. Bessere Idee. Wo ist eigentlich unsere. Eigentlich unsere Bautruhe? Das da mit rein. Das kommt in die Ressourcenkiste. Das können wir wegpacken. Nein, bitte nicht. Wir haben einen Platz für Samen. Ich habe doch hier noch eine Truhe. Samen rein. Das Getränk nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Der Rest kommt in den TC. So. Noch mehr Pfeile. Ich habe ein Schamanengetränk dabei. Wollen wir noch mitnehmen? Feuerpfeile habe ich auch. Ach, unsere Ferngläser. Um rauszufinden, wie sie funktionieren. Guten Tag. Hast ja recht. Hast ja recht. Dann essen wir uns noch voll. Was soll sie denn abladen? Bisschen. Ein Körbsfett. Hallo? Hinter der Wand. Hallo?
So. Wollen wir sonst noch was? Brauchen wir noch was? Ja, warte mal, Scrapment. Alles, was wir haben. Wird ja wahrscheinlich nicht so viel sein. Aber ich kann ja die Bean Can Grenade mitnehmen. Hattest du das Scrap eigentlich auch immer in den TC gepackt? Nehme ich das mal mit. Als wir wieder Geschäfte abschließen müssen. Oh ne, ich nehme doch nicht alles mit. Ich nehme die Hälfte mit. Wir haben 900 Scrap. Was wollen wir denn damit? Schmeißen wir jetzt in die Menge. So. Brauchen wir nicht. Weg damit. Dann bin ich bereit. 7. Naja, wir können uns ja da erstmal ein bisschen umgucken, ein bisschen Leute bequatschen. Kurz auf Klo gehen. Ah. Schön, oder? Heute schön entspannt. Also ich habe diesen Kurs schon mal gesehen und ich bin sehr gespannt. Also wir hoffen ja darauf, dass viele kutschern, indem sie dann auch gleichzeitig noch sterben, weil wir brauchen immer noch menschliche Schädel für diese tollen Schädellampen da draußen. Die sind nämlich sehr, sehr cool, weil zum einen sehen die sehr cool aus, zum anderen gehen die nachts automatisch an und morgens auch automatisch wieder aus. So muss jetzt nicht an- und ausmachen wie diese Kerzen hier. Die muss man ja selber an- und ausmachen. Und die gehen, glaube ich, auch nicht weg wie die Kerzen. Die Kerzen brennen ja quasi irgendwann ab und sind dann weg. Und dann musst du sie neu bauen. Oh, sind die Kerzen nach vorne eigentlich schon weg? Deswegen sind die halt mega praktisch und mega gut. Hier diese Teile. Und dafür brauchen wir mehr. Und dafür brauchen wir aber leider halt menschliche Schädel. Und da sowas wie Scientists und so keine menschlichen Schädel droppen, echte Menschen. Schön. Ja. So, pass auf, dann gehe ich auch nochmal kurz auf Toilette. Schalt mal kurz zu dir. Bis gleich.
dann müsstet ihr mich wieder hören. Jawohl, jawohl, das passt. Ich habe wieder eine Katze zwischenzeitlich auf meiner Hand sitzen. Natürlich auf der Maushand. Das heißt, wenn ich mich wieder seltsam bewege, nicht wundern. Ich habe eine Katze auf der Maus. Und Banz hat offensichtlich Probleme mit den Leitern. Was machst du denn da? Ich versuche hier aufzuklettern. Der ist so blöd platzierte. Er ist nicht so kritikfähig, muss man sagen. Also die hier geht super, aber die hier oben geht nicht gut. Wieso ist meine Cam wieder weg? Moment. Dieses OBS macht mich fertig. Wie ist es? So. Cam ist da, mein Bild ist da, mein Ton ist da, alles da, gut. Nope. 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 Vielleicht? Nein. Es hat leider auf jeden Fall die untere Leiter los, wenn ich springe. Ne, das funktioniert so nicht. Wird aber langsam los, oder? Auf geht's, ab geht's. Also hat man jetzt sein Mikro nicht gehört, oder was? Wenn ich weg war? Nee. Ja, dann wird es aber nicht richtig übertragen irgendwie. Weil bei mir ist alles an. Wenn das umschaltet. Dann können wir zwei Gescheckte nehmen, ne? Die hübschen. So. Aus da. Ja, jetzt bist du auch wieder voll, Schatzi. Geschafft. Wehe, du triffst mein Pferd. Huch, oh, Klippe. Klippe. Ich hab eine fast kaputte dabei. Ich hoffe, das ist alles gut ausgeleuchtet da. Aber noch ein rotes Fass. Vielleicht zwei rote Fässer. Alles klar. Backen sind gesichert. Ich habe schon gesagt, ich habe schon Stoff und rotes Fass. Wieder wieder nichts. Oh, wait. Es kratzt mich. Hallo? Schon weg. Katzenhaare im Gesicht hier. Oh. So. Rap habe ich ja dabei. Ein Hirsch. So. Ja. Einfach die Straße weiter.
Bin gespannt, ob es da Pferdeparkplätze gibt. Hast du auch Essen für den Trog dabei? Deswegen hoffe ich auf Pferdeparkplätze. Gibt es frische Kürbis? Echt ganz praktisch, dass diese Kürbisse überall stehen. Es gibt da noch einen Fluss. Man könnte gucken, ob nur bei uns am Fluss irgendwie nichts spawnt. Okay, oh Gott. Ich weiß nicht, ob die eventuell 50.000 Turrets da oben draufstehen. Ja, haben sie? Ja, ja. Nee, sieht auch sehr leer aus hier. Warum? Nee, hier wächst auch nichts. Müssen wir mal gucken, wann wir hier abbiegen. Hier oben sieht ganz gut aus. Ja. Event. Ich kann ja gar nicht lesen. Na, das war einfach nur dahin gesagt. Da oben steht auch so ein kleines Hütchen, das ist ja süß. Wie viele Schilder brauchen wir, bis die Leute verstanden haben, wo sie hin müssen? Ja. Folge ein komisches Symbol. Überall hier stehen. Oh, schon sehe Metallvogel. Ach, das ist das. Ah, ja, das ist das eine Tor hier auf dem Berg. Sehr gut. Üben die etwa noch? Schon nach 18 Uhr schon. Häuptling? Ja, auch ein Schweinefleisch? Haben bitte. Oh, okay. Schwein, du Glück gehabt. Oh, Schwein gehabt. Hallo. Oh. Greift das mich an? Oder jetzt den Typen da oben? Ich glaube, es läuft hinter mir her. Nee, jetzt läuft's weg. Sonst hätte es jetzt aber auch Ärger gegeben, ne? Also wenn mich das angreift, da kann ich ja jetzt nur nichts für, ne? Also da ist ja hier nur und so. Auf uns wird gezielt. Oh lol. Ah, komisches Licht. Er schießt ja gar nicht. Schade. Okay, Moment, ich muss schon mal ein bisschen die hier Instrumentenlautstärke runterstellen. Das ist ja unerträglich sonst. Okay, die Tröten sollen quasi ablenken. Okay, das ist cool. Lagerkisten.
Ich nicht sehen, Stelle für Pferde. Doch, ganz hinten. Ganz hinten ist für die Pferde. Für Pferde. Welches hinten meint er denn? Machen Sie das mal bitte auf für die Pferde. Ach, das da. Oh, das sehen aus wie kleine Stall. Gab es sonst noch so gute Zeiten wie deine? Wenn die Richtung. Ich glaube, der King ist bei 1,28. Dann kommt der Cole mit 1,31. Sonst weiß ich nichts. Einer Stall? Okay. Cole 1,31. Oh, danke. Okay. Danke. Was sagst du? Oh. Cool, dass der erst auch so gut ist, kann es sein. Hallo, andere Pferd. Ich glaube, der wird schnell durch. Ich glaube, das ist kein Vollgas. Oh, jetzt wird sogar was Essen drin. Ja, ist ja mega nice, Alter. Das wird Sauerkohl heute Abend. Stimmt. Sauerkohl. Ja, Pferde haben Freunde. Hm. Wir müssen uns merken, wo unsere Pferde stehen. Nicht wissen, was passieren, aber und sie hergeschickt. Du hast eine zweite Fackel? Moment. Gleich. Oh. Wir fangen Seele von Metallvogel auf Papier. Hm. Arme Vogel. Hm. Ich gegessen Papier. War besser. Ich befreien. Ich sehr gespannt. Wer kann zähmen, Metallvogel? Flo, Flo, Flo. Schlafi. Ich habe gehört, wenn schlecht in Zähmen von Metallvogel, Metallvogel sich stürze nach unten. Und umbringen den Zähmer. Was soll das denn? Ah. Oh. Noch mehr komisches Papier. Die Tribüne Dorf, gell? Hm. Oh. Peng, peng. Oh. Noch mehr komische Symbole. Tag. Hallo, ich nicht verstehen. Hallo. Ah, wir grüßen hier so nett. Hier kein. Wahrscheinlich von der anderen Seite. Hm, ich nicht verstehen. So, gucken wir nochmal. Ja, also es geht schwarz hier. Erst das schwarze Folgen, da durch das Tor, dann da hinten durch das Tor, durch das ganz weite, wo wir hergekommen sind, über den Felsen. Dann über Startziel hinweg quasi in den Slalom rein. Dann einmal 360 Grad Slalom wieder zurück. Dann durch dieses Tor wieder. Und dann den blauen folgend quasi Tor Nummer 11. Und dann am Ziel. Jemand ausnehmen. Tier, glaube ich. Ich habe erst mal. Oh, ich brauche auch gleich eine neue Fahrt. Schon mal? Hallo, Herr King. Ich höre viele Menschen. Ihren Gebäude, das zusammenfallen. Hier. Die alle Piloten, die schon gestorben sind. Oh. Platz für... Hier, wir finden den Schädel. Platz für alle Seelen der Zähmer. Aufpassen. Zaunbeißen. Oh, Zaunbeißen? Sieht ja sehr gerne. Ich gerecht, Häuptling. Danke, Schamane. Ich bin ja ganz nackig.
Wo ist mein Rum, oder? Gerne meine Leinen, wenn sie keine haben. Nee, ich. Ja, ich hab die in die Kiste gepackt. Nee, ist gut. Komische Bretter. Das gar nicht angekommen. Hallo. Hallo. Interessante Kleidung. Das sei ein Stammeskleidung. Kleidung von Schamane. Ja, sehr gut. Ja, ich wollte eigentlich hier. Die Mode ist ja immer, ist ja sehr wandelbar. Also, viel sein. Ich verstehe, was sei ein Mode, aber ich habe eine Kleidung von Schamane, weil ich sei ein Schamane. Und Häuptling habe eine Kleidung von Häuptling. So. Machen Sie ein Heilkräuter? Machen Schamanengetränke. Wir haben Visionen von Zukunft. Das sei ein Häuptling. Häuptling gefundenes Ferkel. Hallo. Schamane, ich gefunden Leiter im Himmel. Oh. Falle Menschen vom Himmel. Gefährliche. Guten Tag. Müssen aufpassen. Guten Tag. Gefallen aus Metallvogel. Hui. Ah, du mir zeig den Leiter. Komm schon mal. Ist ja schon wieder gerade heruntergefallen. Was macht die denn? Oh, hier seien viel Licht. Nicht brauchen Fackel. Peng? Oh, Moment. Entschuldigung. Oh Gott, Entschuldigung. Ach, das wird schon werden. Wenn Sie sehen, Detektiv Crow. Ah, cool. Hier haben Sie überall Notizen drin, wer zuerst fliegt, also welche Reihenfolge. Oh, Patty ist auch dabei. Patty! Es sind sogar 17, nicht nur 15. Nice. Aber ich kann natürlich nicht lesen, es tut mir leid. Das Bar steht im Vordergrund. Hier ist ein komisches Papier mit komischen Zeichen drauf. Überall. Überall komisches Papier. Von wem sind denn die Steine? Kommen die denn alle her? Beziehungsweise, nein, der Bürger. Oh, Schamane Kati. Hallo. Aus dem fliegen die auch alle raus. Hallo, Schamane von Stadt. Hallo, Schamane von Stadt. Wir endlich haben Feuerpfeile. Oh, jetzt ist sie weg. Oh, sie haben Feuerpfeile. Ja, dank Zauberbank. Perfekt. Ja, damit schießen auf Metallvögel. Cool. Fliegensteine. Guten Tag, Schamanen. Hallo. Wir uns kennen? Guten Tag. Oh. Ja. Sein Sohn von Schamane von Stadt. Oh ja, er hat uns gegeben Zauberbank. Ja, ja, ja. Danke. Wir deswegen haben Feuerpfeile. Wow. Schön. Heute schießen auf Metallvögel. Wir auch noch haben Seele auf Papier. Ja, hoffentlich nicht. Lieber nicht da hinten schießen. Ha, getroffen. Da steht Feuerwerk. Ja, umso besser. Was sei ein Feuerwerk? Ich habe gerade ein Horoskop gelesen. Es trifft. Wo genau steht das Feuerwerk? Wolf, ich habe einen Auchstein. Auch werfen. Ich habe ja. Wolf, ich habe mich heute entschuldigt. Im ersten Mal. Du nicht getroffene Gebäude. Ja. Oh, Steine. Immer recht. Eieiei. Den Sachen zum Werfen geben sollten, ich weiß ja nicht. Du bist nervös, oder? Das Ding an den Kopf. Hallo. Ach, ich habe ja so auch nie daran geglaubt, aber jetzt mittlerweile. Ist ja schon was Magisches dabei. Ja.
sagen wir halt hier Helikopter. Komisch fliege. Pfeile fliegen besser. Macht Spaß, oder? Super. Da seid ihr bestimmt noch ein paar mehr kommen. Ein paar mehr Namen. Nein, nicht auf Helikopter. Schießt. So gefangen unsere Seele auf Papier. Herr King? Ja? Nein. Nur Bild gemacht. Schön, ja, weil wir immer haben dabei. Hast du das Bild dabei? Das ist immer lustig, wenn einer sagt, hier. Sonst immer, ja. Da weiß man richtig wo. Zack. Ja, ich stand ja genau hinter ihnen. Also. Müssen die hier umdrehen. Ja, wunderbar. Dann ist es hier. Hallo, Herr Knaller. Wirklich. Ja. Hier, nicht da. Deswegen hier. Er Häuptling von Stamm. Immer gut. Und? Genau. Ey, vergesst nicht mal, dass es hier ein bisschen anders funktioniert. Ja. Oh, da versuchen zwei zu zähmen, den Metallvogel. Sie denn ich schaffe ihn alleine. Ich werde. Nein. Ja, mit King. Da kommt Chef. Ja. Kriegen Sie noch eine Zeit? 1,25! Muss ich schnell eine fliegen. Ne. Ne. King, immer noch auf der Suche nach Herr Rassbach. Ah, Häuptling. Hey. Ja. Wissen Sie, wie ich da hochkomme? Hier ist ein natürlich, Seitenhänger. Scheint sein so. Guter Zähmer von Metallvogel. Metallvogel nicht stürzen in den Tod. Ah, danke schön. Ja? Wo ist denn der Moderator? Oh, Kati? Minisch, guten Tag, Herr Rastbach. Ah, kommen Sie mal mit nach oben. Schamane Kathi? Da ließ aber schön. Ja, diese Kiste was du da haben? Ist etwas zu essen. Warum du gucken und in die andere damit? Ist alles zu reparieren hier. Ein Zauberglas. Ja, wunderbar. Zauberglas, mit dem man da steht den Code drauf. Habe Sie schon ein Fernglas dabei? Große Magie. Nee, habe ich noch nicht tatsächlich. Oh. Wollen du wir kennen mal ganz viel Magie. Vielleicht zur Absprache. Oh. Wollen Sie mal ja, dann muss ich. Ja, probieren wir. Könnte ich Ihnen dabei nehmen? Ja. Einfach gucken ja, durch? Dankeschön. Magisch. Ach, einfach gucken ich. Oh. Ich komme auch gleich. Oh, auf einmal ganz nah. Aber kann ich hier? Treffen. Oh. Ja. Sehe Metallvogel direkt vor mir. Aber gar nicht hier. Sollte ich ein Wort. Vorher aussprechen. Aber mit Metallvogel da drüben. Ich dann den ersten oder den zweiten? Weißt du, dass du den Zoom verstellen kannst? Alle gerade Zahlen würde ich machen. Ja. Das heißt, sie machen die ungeraden. Oh, und dann danke, Kathi. Das ist gut. Das ist das sei ein etwas gruselig. Anne, dann beginne ich. Ja. Ich habe mal gesehen, Zauberkiste. Wo tauschen rostig Metall? Kutti, der Kutscher. Den vor Augen halten. Schöner Name. So ist er. Oh. Ja, ja. Ich freue mich schon drauf. Hier auch geben komische Kiste ja, für fangen Seele. Ja, Seelenfänger. Und wer ist da noch etwas, oben was geben, Sie möchten haben? Rostigmetall rein. In die Kiste unten kommen hinter Ihnen komisch ist, Zauberglas raus. Essen drin, wenn Sie brauchen. Zauberglas für Häuptling. Du auch probieren. Einfach vor Augen halten und dann du sehen komische Dinge. Ja, kein Problem. Sehen nur blau. Jetzt sehen blau und weiß. Und? Wie war der Herr Kohl heute? War er zu genießen aber gar nicht oder dann. Gar nicht? Gar nicht. Ich war
Ich war sehe einen Metallvogel, aber gar nicht da. Gar nicht hier. Keine Ahnung. Ich bin gerade erst da hinten. Aber ganz nah. Das ist auch vielleicht besser so. Magisch. Da denke ich mir auch. Denn gestern sind so viele unter seine Zeit gekommen, ne? Richtig viele. Oh. 10 Steine. Aber keine Steine vor mir. Oh. Insel aus Metall ganz Warte nah. Warte mal, nicht. Konnte. Insel aus Metall ganz so zurück. Konnte man nicht irgendwie Zoom noch? Also, Zoom-Stufen? Ah, mit Linksklick. Oh, sehen brennende Insel viel besser. Sehen brennende Insel schlechter. Oh. Sein gute Zähmer von Metallvogel hier. Noch kein Metallvogel in den Turm gestürzt. Kartoffeln für die Sicherheit. Liegt lieber Ihnen. Ich habe auch ein paar Kürbisse dabei. Alles gut, dankeschön. Ah, okay. Oh. Ein guter Schief ist immer in Vorbereitung, ne? Noch mehr Menschen in komisch gelber Kleidung. No. Freunde von Seelenfänger. Das habe ich gesehen. Das waren gute Zähne. Das habe ich gesehen. Er gezähmt Metallvogel. Hallo, dieselbe Zeit wie gestern. Und noch leben. Guten Tag, Backe Kohl. Ich hoffe, noch schlechte Zähne kommen. Ja, brauche einen Schädel. Brauche einen Schädel für Dorf. Ja, ja. Wir warten auf schlechte Zähne. Seine Ruhe. Doch. Und da haben sie mitbekommen. Fisch. Unser beider Bester. Oh, da ist ein seltsamer Mann mit zwei Fackeln auf Kopf. Wo bin ich denn? Hier liegen Bürger rum. Von Raptor. Ist die Frau. Was wirklich Fisch? Fabian auch hier? Auf 1,22. Willst du jetzt Burger vom Boden essen oder was? Der Fisch? Ja. 3 Sekunden. Und hier kannst du aber noch drauf schießen. Achso, ja. Hallo. So, müsst du nachkommen? Sie hat den Versuch zu erreichen. Hallo. Hallo. Hey. Schöne Geräusch. Ihr habt mir doch geschrieben. Ja. Du bist wieder nur gesprungen und nicht gelaufen. Hallo. Kann man hier auch irgendwo. Ja, ich hatte ihn geschrieben wegen der Feuerwehr, ne? Oh, wer du sein? Genau. Oh, haben zwei Facken auf Kopf. Die ganze Zeit versucht sie zu erreichen. Leider habe ich sie dann nicht erwischt. Wie sie auch wetten kann, auf Tode oder so? Oh, ich kann schon Dienst machen. So, kein Problem. Ich nicht wissen, was du meinst. Wunderbar, ich habe nämlich noch eine Ausrüstung mit. Dann könnte ich sie gleich einmal einkleiden. Perfekt. Und, aber wir hoffen auf tote Menschen, ja. Wir brauchen Schädel. Nehmen Sie was von Knabber. Kratzer dazu. Sehr gut. Dann erledige noch kurz was und bin gleich bei Ihnen. Einen Augenblick bitte. Ja, super. Wenn Sie auf die Dunkelheit warten, dann hinter können Sie sich rausschleichen, die alle aufsammeln. Ja, ja, aber wir auch machen am Tag. Hm. Weil wenn schlechter Zähmer von Metallvogel sich in den Tod stürzen und nehmen mit schlechten Zähmer. Und dann wir sammeln Schädel von Zähmer. Ja. Okay. Dann gehen wir einmal runter zum Fahrzeug. Mach dann Fotos davon. Ah, jawohl. Nicht fangen Seele. Nicht fangen Seele von Schamane, sondern Schamane wieder essen müssen, kleine Zettel mit Seele. Ja. Und Zettel nicht schmecken. Ja. Sind sie schon geflogen? Der denkt sich gerade wahrscheinlich so, what the fuck ist mit denen? Aber war nicht so gut. Oh oh. Warum du haben komisch Fackeln auf Kopf? Herr Cole. Ich bräuchte Ihren Heli danach. Oh, du immer frieren? Glauben Sie, mein Heli steht noch? Ich glaube, mein Heli wird nicht ankommen. Ja, voll. Jetzt friere ich nicht. Solange das brennt. Oder von der Frau Fabi. Falls du wieder frieren, wir haben Feuerpfeile. Wir können machen Feuer. Du musst nur sagen, wir dich einzuhalten. Falls es mal ausgeht, dann melde ich mich. Dann den beiden. Dann müssen sie zeitgleich beide Enden. Ein Pfeil draufschießen. Ja. Dann geht's wieder. Das wir schaffen. Wir helfen. Wunderbar.
Wunderbar. Wir gute Jäger. Vielen Dank. Für mache ich kein Foto, wenn Sie Schädel einsammeln. Okay. Danke. Nicht fangen Seele. Dann behalten. Behalten wir uns unauffällig. Okay. Ja. Ein Erinnerungsfoto. Wenn ich jetzt den Polizisten da von dem Haus schieße, ist das dann unauffällig? Alles ist gut, Kuchen. Ich mach nur Spaß. Der ist gerade out of order. Oh, Herr Olga. Du wolltest das Auto hier stehen lassen? Was ist denn da? Wieso komisch Zauberglas? Ja, sei ein gut für Beobachten von Metallvögeln. Hallo, Herr Olga. Ja. Hallo. Wir können sehen Metallvögel viel besser. Kuchen-Revolution. Und dann wir sehen, wenn Metallvögel stürzen, den Tod. Und dann wir stellen wir einen Schädel. Hallo, Frau Kamikaze. Die haben Onkel oder Großvater. Wie viele Steine da schon drüber fliegen. Ich brauche auch mein Outfit. Ja, sie sehen trotzdem super aus. Oh nein, die Katze ist in Spiellaune. Hilfe. Und das auf meiner Maushand. Das ist unnötig. Ich bin die Tage nochmal hergekommen und hab das hier so, 6 Minuten Kiste gemacht. Ja, das mach schon mal die Stimmen ein bisschen leiser, es ist wieder sehr laut hier. Also hier liegt noch ein kompletter Dach. Oh Gott, wer schreit denn hier so? Okay. Hübsam. Den nehm ich mal mit. Warte, wo, Olga? Erstmal alles aufsammeln, was hier weggeschmissen wird, ja? Alles mitgenommen. Katze, oh Gott. Wir brauchen wieder die Catcam. Ich glaube, wir dürfen hier ja nicht parken. Dankeschön, Pupo Tentakel, für dein Follow. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß wie wir. Wir müssen das jetzt hier angucken. Hoffen, dass ein paar Kutschern. Und einen Schädel sammeln für unser Dorf. Sicher. Oh, das ist ja jetzt ist auch gemein mit den Fallen da noch drin. Hinten beim Heliparkplatz, Junge. Ich bin das erste Mal geflogen. Wenn ich jetzt hier da im Heliparkplatz, dann haben wir keine Helis mehr fürs Event. Da vorgelaufen auf Boden. Soll ich hier rüberfliegen? Ja, aber frag mal. Oh. Da ganz viele Vögel schlafen. Katze! Welcher ist es? Katze. Das sei ein Schlafplatz für Vögel. Metallvögel. Häuptling! Komme ganz große Metallvögel. Gleich an, ne? Wenn du komm mit uns hier bist, kannst du auch einfach rollen. Herr Rodi? Konkurrenz! Herr Rodi? Hallo, Pferdemann. Kann man noch jemand anmelden? Ja. Maya? Hallo, Schamane. Naja, eigentlich nicht, ne? Na, du niemand? Was zahlt er denn? Ich bin ja an Startposition 2. Was zahlt er denn? Ja. Wir können doch mal kurz gucken. In-game natürlich nicht. Ich weiß nicht, was diese Zettel bedeuten, aber wir können mal gucken. Das kommt. Spotty der Kutscher. Sehr gut. Das ist, also Nummer 1 hat schon mal einen super Namen dafür, was wir vorhaben. Aber welche Pilotnamen denn? Was denn? Hallo. Pilotname. Pilotname. Gleich geht's los. Versuche nicht ganz so viel zu reden, weil sehr viel um uns rum schon geredet wird. Ich will da gar nicht so drüber reden die ganze Zeit. Aber es wird gleich ein bisschen ruhiger. Keine Ahnung, ist schön. Keine Ahnung. Oh, ich hab schon die Stimmen relativ leise gestellt. Einfach der Meier. Oh, anstrengend. Warum machen Peng Peng? Jemand machen Peng Peng auf Metallvogel? Oh. Auch nicht mit Feuerpfeil? Aber der nicht machen Peng Peng.
Pferde kommen Sie hier hin. Aber wir extra gemacht Feuerpfeil. Warum hast du daneben geschossen? Triff doch. Guck mal, da unten steht Gelbjacke. Unten einfach so rum. Muss er hochspringen hier. Na, jetzt ist er weg. Bauen die denn da jetzt noch? Abgebreitet. Sehr gut. Geh mal rüber zum Start. Guck mal, da werden wieder Steine runtergeschmissen. Am Dach. Sieht doch gut aus, oder? Häuptling? Andere Leute stehen oben. Ich will auch oben stehen. Wirklich, Mensch. Jemand braucht einen Schamane? Können Sie mich anfangen, Herr Jupp? Ich hab genau. Ich glaub, der Kollege braucht einen Schamane. Okay, unten ist irgendwie besser, um quasi auch in die Richtung gucken zu können, ehrlicherweise. Ah, von unten sehen besser, Häuptling. Soll ich die Schamane nehmen? So. 19.30 Uhr. Ihre Tribüne hier. Ja, probieren Sie mal recht im Haus. Ja, ich wünsche Ihnen viel Glück, wenn Sie gewinnen. Einfach die Maus hin und her schieben. Häuptling. Er fangen Seelen. Gut gehen, mein Buh, ne? Ja, danke. Ist ich bin mir nicht sicher. Sehr gerne, ja. Du gefangen auch meine Seele? Okay. Aber nicht fangen Seele von anderen Menschen. Menschen brauchen Seele. Nein, niemals. Gut. Werden keine Fotos gemacht, ja? Bescheid wissen. Der hätte dann nach dem Abreihen fast getroffen. Auf den Boden. Schläft, glaube ich. Nicht für sie besonders kleine, sondern eher auf den Beinen gesehen. Hier oben kann man auch. Die kann man kaufen, ja. Nein. Als letztes erstmal. Nicht so richtig. Noch, da ist dann. Oh, das ist natürlich ein schöner VIP-Platz da. Schön auf dem Sofa hocken. Das ist natürlich sehr angenehm. Ja, reizt das aus mit dem Schulabbrecher? Finde ich gut. Wer ist mit Nummer 3? Wir warten der Dinge. Der erste ist anscheinend noch nicht bereit. Ja, der Bürgermeister. Wie ist es? Wie geht's? Guten Tag. Ja, so weit ja, okay, jetzt sieht man auch mal Leute, die man sonst noch nie getroffen hat. Das ist ganz spannend. Total unauffällig. Ja, ich spare auch die Beute, weil es ja ein bisschen.
Sag mal, wie schlecht bist du eigentlich? Wie viele Möglichkeiten hattest du jetzt, den zu treffen? Der bewegt sich nicht mal, ja? Jetzt gib dir Mühe. Jawohl, immerhin. An Schienbein. Sehr gut. An die Bade. Guck mal, jetzt geht er auch ganz schnell. Dann. Willkommen. Okay. Kutscher, ich meine. Zeitrennen natürlich, ne? Eben im Vorhinaus ein paar Regeln. Die Piloten müssen neben den Heli stehen. Und dann die Zeit ansetzen und dann in den Heli steigen. Man darf nicht in den Heli sitzen und dann der Hebel umziehen. Das darf nicht. Wenn sie am Ziel kommen, dürfen die rausspringen. Aber der Heli muss auf die Plattform stehen bleiben. Er darf nicht runterfallen. Tut er das doch? Schade. Disqualifikation. Und der Parcours muss geflogen werden, so dass er da gezeichnet ist. Tut man das nicht, ist man raus. Hart, aber fair. Dann möchten wir schon mal den ersten Pilot hierhin begleiten. Spotty, der Kutscher. Oh. Jetzt bitte der Name. Ja. Spotty. Der Name ist schon gut. Und jeder bekommt 150 Sprit, um zu fliegen. Gesponsert bei der Herr Sandox. Mal ein Applaus dafür, ne? Rampo. Yeah. Hey. Warum klatsche ich hier eigentlich? Bin ich doof? Richtig. Ja. Ach ja, Boo. Okay, wer bringt dir Wasserpistolen mit? So einem Feuerpfeil-Event, ja? Schön nicht. Da ist er. Der Kutscher. Ach ja, welcher wissen Sie eigentlich, wo das andere Dorn und steht? Das steht da oben am Hügel nun. Ja, ich guck mir das ja an. Dankeschön. Sie haben natürlich wieder Probe geflogen, nicht wahr, Herr Kohl? Natürlich, natürlich. Riskieren Sie doch mal heute alles. Wenn Sie doch mal nicht so einen Weichflöter... Dann legen Sie mal los! Ja, sicher, ja, sicher. Steine. Burger. Bin gespannt. Kann man hier Wetten eigentlich auch abschließen, Herr Rudi? Nee. Aber die Bestzeit heute war schon 1,25. Und der Herr Kohl hätte nur 1,33. Das sieht schon gut aus, natürlich, ne? Aber langsam. Ja, das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus. Aber gerettet, ja? Sie sehen nicht gut aus, kein Schild. Und dann kommt er wieder zurück, guck mal, hey. Sein Name tut er die Ehre an, ne? Wie wenn er mit seiner Oma einkaufen geht. Das Tempo liegt davor. Oh, läufst du wieder zur Höchstform auf hier? Ja, du, ganz ehrlich, würde ich genauso machen. Ich würde ganz entspannt fliegen, schön langsam. Weil es kann sein, dass irgendwie von den 17 Leuten halt 12 crashen, dann bist du immer noch Top 5, ja? Also. Ja. Ja, er hat es geschafft. Ach. Besser als Risiko. Leichte Differenzen sehe ich da. Achso, er muss ja gar nicht da hoch, ja, stimmt. Der ist so frech da oben. Herr Bürgermeister, mein Ziel ist 10 Minuten. Ah, schön. Nach 5 schieße ich. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Hallo, guten Abend allerseits. Hallo, guten Abend. Hallo. Der Beste war schon im Ziel. Nice. 1,37 schon. Moin. Das klappt gut. Und wer fliegt denn da gerade? Na? Lachen Sie mal nicht, Herr Recker. Lachen Sie mal nicht. Ich möchte das noch sehen. Die Kisten sind Zettel. Da steht da drauf, der Erste ist dran. Hochkommen?
Was für eine Z denn? Achso. In den Kiste. Das dauert bei ihm. Spotty fliegt. Moin. Spotify. Schau mal, mit die Musik. Warum man noch nicht gestorben? Langsam. Ist ich nicht verstehen. Vielleicht der gute Zimmer. Komm mit. Ich hab den Herrn Fisch schon eingekleidet. Wo ist denn der Moderator, Herr Rudi? Tribüneneingang ist hier vorne. Der ist weg. Nachher finden. Ah, nein, ich bin da, aber wir wechseln uns doch ab. So smooth. Ich weiß nicht, was ihr alle haben. Ich kann nicht so fliegen. Jetzt? Ich kann nicht so fliegen. 1,26 schon. Ach du je, je, je. 2,33. Wer klopft da? Das könnten wir sie eventuell als Fahrer einsetzen. Ersatzmoderator, bitte. Ja? Also habe ich 10 Minuten. Jetzt wird man sterben. Nee. Genau. Könnten wir machen, ja. Setzen Sie sich hin. Setzen Sie sich hin. Ich bin noch nicht gestorben. Gerne. Oh. Bitte mir den Namen sagen, wer mal sieht. Er geschafft 10 mit vom Metall vom Aufwechseln. Kommt auch schon. Langsam. Richtig, aber trotzdem mit einer wunderbaren Zeit von genau 30 Minuten. Sehr schön. 30 Minuten. Ich bin angekommen. Ich würde da nicht ankommen. Hopp. 3 Millionen. Wie geht's Ihnen? Ich komme auf den Dach. Wir wechseln uns ab, Herr Schmotzen. Schmott mich eigentlich mit der Hunde. Machen wir dann so. Der nächste. Genau 3 auf die Sekunde. Wunderbar. Der nächste ist der Bum Bum. Der Bum Bum. Bum Bum. Lassen Sie sich noch was einfallen. Der Bum Bum. Bum Bum, der Roter Traverse oder so ist ein guter Name. Roter Traverse. Aber versiedeln. So, Herr Bum Bum, setzt ihr zum Start an. Es ist alles eigentlich schon fast bereit. Jetzt müssen wir nur noch den Knopf drücken und loslegen, der Bum Bum. Bum, zeig's ihn. Los geht's! Ja, für die Menge. Für die Fans, Herr Bum Bum, das ist ja der Wahnsinn, dass doch alle zugucken, ne? Jetzt müssen sie noch so gut fliegen, wie sie da winken. Foto. Hast du den Glücksbringer dabei? Und da wird der Knopf gedrückt und die Zeit ist am Laufen. Der Bum Bum in den Helikopter rein. Heute ja, auf dieses. Einmal Bum machen, Herr Bum Bum. Auf diesen Kommentar habe ich gewartet, tatsächlich. Ziel gerade auf die 1, oben durch. Überhaupt kein Problem. Klasse in der Zeit. Einmal außen rum und jetzt im Senkflug in die 2. Oben rein. Kriegt er da 10. Das nimmt er mit. Die 2 ist drin. 2 ist eingepackt. Abfahrt jetzt zum nächsten Ziel. Oder weiter Bogen hier nach oben. Hallo. Gut in der Zeit. 0,31 bisher. Und auch hier mit Bravour gemeistert. Durch das Ziel. Sehr gute Zeit bisher. Jetzt im Sturzflug nicht zu tief. Ne, bleibt oben natürlich. Hier muss er nach oben bleiben. Jetzt geht auf die Spirale gleich zu. Auf die 4. An der 4 eine Zeit von 0,50 ungefähr. Das ist gut, das ist gut. Nimmt das Slalom mit Bravour, die 8 wird angesetzt, dann geht er rein und jetzt außenrum. Das ist ein großer Schwanker, aber das sieht gut aus, das sieht gut aus. Los nicht Bumm machen jetzt, Herr Bum Bum. Und da auch nochmal schön ums Eck. Das ist ja der Wahnsinn. Und jetzt geht's schnell zurück. Jetzt muss es schnell gehen. Über die Seite hier, Herr Bum Bum. Nimmt das mit, das Ziel und auf der Geraden jetzt zurück. Nochmal volles Tempo auskosten hier. Jetzt geht's unten durch. Nicht an der Barrikaden hängen bleiben, Herr Bum Bum. Das wäre schlecht. Schön durch den neuen durch, Herr Bum Bum. Das ist wunderbar. Und jetzt geht's hoch. Jetzt nochmal hier durch das Ziel. Das hat er vorhin schon mal gemacht. Das ist eine gute Zeit. Unter 1,30 wird's nicht mehr. Ist er denn? Da kommt er durchs Loch, der Bum Bum. Die Leute sind alle zu gut, wir kriegen hier, glaube ich, keine Schädel. Bum Bum. Schön unten durch. Schmal machen, klein machen. Nicht hängen bleiben. Wunderbar. Alter, mitten durch immer. Was zum Teufel? Herr Bum Bum, Sie sind fast da. Und Herr Bum Bum, an dem Ziel aussteigen und Knopf drücken. 1,57. Gute Zeit, Herr Bum Bum. Klasse. Kasten hat eine 1,25 geschafft. Alter, was? Gut gemacht, gut gemacht. Hey, das will ich sehen. Eine 1,57. Wow.
war ziemlich und gut. Und jetzt da geht noch ist mehr er Schulden. Absturzbetrunken. Absturzbetrunken. Wer nennt sich denn so? Der Viktor, wer denn sonst? Herzlich willkommen ja. Hier bei dem dritten Teilnehmer. Victor hier sehen Holtitsch. Sie den Teilnehmer absturzbetrunken. Wahrscheinlich hat er den Namen gewählt nach einer langdurchzechten Nacht im Saloon. Was werden wir von ihm erwarten können? Er nimmt nochmal einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Und macht sich bereit. Und er hat die Uhr gedrückt. Und er sitzt im Helikopter drin. Das erste Tor, was wird passieren? Da hebt er ab. Eine leichte Linkskurve. Sitzt. Der Alkohol wirkt. Absturz betrunken, versucht jetzt das zweite Tor anzuballen. Ein bisschen hoch, ein bisschen tief, aber er kommt durch. Das sieht gut aus. Doch das gefährliche dritte Tor. Könnte es ihm zum Verhängnis werden? Gibt's Publikum? Oh, da muss er schon rudern. Er rudert. Und... durchgerudert! Jetzt gibt er kräftig Gas! Zu viel Gas! Oh, da muss er nochmal hochziehen! Das ist warm! Jetzt kommt er zum Slalom! Eine nicht gerade Linie! Jetzt kommt die erste Abwägung! Parallele Sitz! Er kommt nicht weit raus! Da, das sieht gut aus! Ein bisschen weit, ein bisschen tief! Und gecrashed. Getrunken. Oh, oh. Und wir haben es nicht gesehen. Ah. Nein! Hey, der Isarweg. Am Boden, aber noch nicht tot. Er noch leben. Oh. Er lebt noch. Schade, schade. Er sollte wohl lieber den Hand am Steuerknippel haben, anstatt an der Flasche. Doch nun geht's weiter. Die Flasche, ich meine, absturzgefährdet, nähert sich Tor Nummer 9. Doch er muss hochziehen mit der Barrikade. Was tut er? Er geht nach unten. Und langsam, langsam. Die Zeit ist momentan bei 1:30. Kann er die 1:57 schlagen? Mit dem Fehler nee. Hinten beim Slalom? Schwierig. Nee. Und nochmal durch Tor 4. Und jetzt. Riskiert er oder riskiert er nicht? Er geht steil runter. Steil! Joey, geh mal runter da. Nimm's allen die Sicht. Danke. Tor passiert. Die Zeit ist 1:58. Er ist schon drüber, aber er kann es noch retten. Da verläuft er sich. Und 2:02. Applaus, Applaus. Für den Alkoholiker. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Der kleine Astronaut ist jetzt. Ich mir gedacht anders. Nur drei? Nur drei? Ja, großartig. Da bin ich ja mal gespannt. Herr Astronaut, kommen Sie bitte auf Ihren Platz. Ja, egal. Kommt er schon? 1:57. Der Astronaut sieht nicht aus wie ein Astronaut. Wahrscheinlich. Da hat er den Anzug zu Hause wohl vergessen. Eben, wahrscheinlich hat er den Astronaut, der nochmal das Gerät am Kontrollieren, oder was dauert da so lange? Guckt doch, ob er den Sprit drin hat. Ohne Sprit kommt er nicht vom Fleck. Das muss er wissen, der Astronaut, ne? Ja, jeder hat er den Sprit jetzt, glaube ich, gefunden. Drückt den Knopf jetzt. Die Zeit läuft. Auch hinsetzen jetzt, Herr Astronaut. Wenn Sie sich nicht setzen, passiert da gar nichts, ne? Der Astronaut... etwas ihn am Rotieren, der Astronaut hebt ab, hoffentlich nicht zu hoch, zum Mond muss er heute nicht, er muss auf dem Boden bleiben, aber auch nicht ganz auf dem Boden. Die 1 ist ja wieder durch, so wie für den Astronaut, hat schon den ein oder anderen Flug hinter sich in der Universum. Da kommt die 2, die nimmt er mit, ein bisschen zu hoch, da guckt er sich kurz nochmal das Schild an, kurz vorher, was will er denn da gucken? Und jetzt geht es hoch hier auf den Berg, der Astronaut. In die Höhe kann er gut, da kann er gut. Dahinter läuft ein Wildschwein. Ich werfe mich. Wo kommt das Wildschwein denn her? Dann habe ich auch. Das ist ja der Wahnsinn. Ist er dementsprechend vorbereitet und kann dem Wildschwein entgegentreten hier. Und jetzt geht es zu offene Spirale, das Wildschwein in die Kommentare.
ganz schnell, da ist er, der Astronaut. Nicht, dass er abhebt hier. Hallo. Auf Mond ist sicher. Da kommt die Spirale. Auf zur 4. An der 4, was da mal für eine Zeit? 0,55, da ist noch alles möglich. Hier wieder gut in der Zeit. Nimmt die Spirale gut mit, der Astronaut. Mal gucken, ob er die Mondlandung später noch hinkriegt. Außenrum. Ist er denn? Man sieht ihn nicht mehr. Ist er weggeflogen? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Ah, da ist er da wieder. Ist er da wieder. Ist er wieder, der Astronaut. Aufgetaucht. Ist er wieder dabei. Der Mond ist aufgegangen. Der Mond ist aufgegangen. Und jetzt schnell zurück. Tempo, Tempo. Wichtig. Viel Tempo mitnehmen hier. Der Boden ist am Rauchen. Was tut er denn? Wo will er denn hin? Da ist die Barrikade. Und da war die Barrikade. Und da ist die Barrikade. Und da war die Barrikade. Wunderbar. Schön geflogen. Jetzt geht es hier wieder in Sturzflug zum Wildschweintor. Hoffentlich wartet da das Schweinchen nicht und nimmt den runter hier, den Astronaut. Schön. Oh, da ruckelt er ein bisschen. Ui, da geht er rückwärts. Oh. Da wollte er rückwärts. Er ist nicht gestorben. Nicht gestorben. Oder? Nein, ist nicht gestorben. Scheiße. Er gestorben? Houston, wir haben ein Problem. Also eindeutig. Da hat schon das erste Opfer. Wo ist denn jetzt die Feuerwehr, Leute? Das brennt doch. Das ist gerade falsche Vorhaben, nichts zu machen. Das Wildschwein war eigentlich immer hinterm Tor und hat ihn erschreckt. Schiebo, ein Schiebo. Dann gehen wir zum Nummer 6. Ah, da fährt die Feuerwehr. Das ist der Herr Yikes. Der Nummer 6 ist der Herr Yikes. Ich bin mir gar nicht sicher, aber die fährt doch. Oh, der Häuptling ist weg. Der Häuptling geht gucken. Der letzte Pilot, der war doppelt. Der Häuptling geht gucken. Auf den Berg gehen, das Wildschwein. Der Häuptling ist auf dem Weg und guckt mal, ob er noch lebt. Muss schneller sein als der Sanitäterbanz. Gib Gas! Gib Gas! Alles in Ordnung? Nein, er lebt noch. Er lebt noch. Wie du da jetzt rumstehst. Ach, ja, ich liebe dieses Spiel. Trotzdem gut geflogen. Ja, ist aber doof, wenn man in einer Zeitverschiebung fliegt. Okay. Ja. Und da sehen wir schon unseren nächsten Piloten. Herr Yikes, dessen Bedenken eigentlich Herr Yikes ist. Wird jetzt womöglich seine persönliche Bestzeit hoffentlich erfahren. Sprit ist drinne, ist er bereit? Es wird nochmal ein Foto gemacht. Er klatscht nochmal das Publikum an. Das Publikum reagiert nicht. Vielleicht ein bisschen. Er nimmt die Hände hoch. Seine Uniform sitzt. Wird auch seine Flugkunst sitzen. Das werden wir jetzt erfahren. Legen Sie mal los. Und? Der Timer ist gestartet. Er hebt ab. Bedächtig. Mit ein bisschen Speed. Oh, die Kurve kam sie schon zu spät. Ja, gut, gut. Sieht aber elegant aus. Tor 1 wurde gemeistert. Das ist auch kein Problem. Das ist eher für Anfänger. Natürlich hier in Tor Nummer 2. Sieht sehr smooth aus. Auch glatt und durch. Jetzt kommen wir zum Schweinebratenhügel. Wo er wahrscheinlich die Leiche des Astronauten überfliegen muss. Das geht auch. Franz hat gerade das Schwein getötet, warum auch immer. Und dies wurde auch gemeistert. Nun kommt er wieder mit Tempo zurück. Hoch, hoch, fliegt er an der Tribüne vorbei. Das Publikum rastet förmlich aus. Hat das wie Speed? Nummer 4. Weit ausgeholt, weit ausgeholt. Da kommt der Todesschwenker. Auf Säule Nummer 5, da hat es vor uns den Astronauten... Franz hat gerade erzählt, als er die Sanitäter oben auf den Berg getroffen hat, dass sie ihn halt gefragt haben, ob sie ihn mit zurücknehmen sollen im Auto. Und dann er hat einfach gesagt, nein, das ich laufe. Sieht nicht schlecht aus. Und da hat ihn wieder jemand erkannt. Sogar man kennt uns auf dem Server mittlerweile ein bisschen.
Finde ich gut. Ja. Herr Jaik kommt jetzt an eine schwierige Passage. Da sehen wir Tor Nummer 9 mit Barrikaden. Da muss man abbremsen. Da kann man nicht komplett durchfliegen. Das war knapp. Aber bis jetzt beste Fluglinie. Das war gut. Das vorletzte Tor. Das sieht mir zu smooth aus hier. Was soll das? Die kutschen alle nicht. Ja, wir waren auf dem ersten Team. Herr Kratzer ist perfekt. Oh, da gab's einen Hänger. Er verliert Zeit! Er verliert Zeit! Da hat er einen Fehler gemacht. Mindestens 5 Sekunden. Jetzt bricht er nach unten durch. Nicht schnell. Ist er nervös? Wird er nervös? Durch! Wie ist die Zeit? Neue Bestzeit? 1,52, 1,53, ich hab den Kutscher. 1,55, 2 Sekunden besser. Aktuell beste Zeit, mein Lieber. Nicht schlecht, nicht schlecht. Zweiter ist auf. Häuptling, du gefunden den Schädel? Und dann der Herr Raptor. Das ist so spannend, ich halt's kaum aus. Kein Schädel für Dorf. Er hatte heute schon eine richtige gute Zeit. Aber noch zweiter ist nicht das Favorit. Genau, genau! Da wurde das nicht fliegen wollen. Ja, wo ist er denn, der Raptor? Oh, da ist er, der kommt da mit dem Helikopter. Hier schön das Outfit für den Zug, hier ausgewählt die Lampe auf dem Kopf, falls es dunkel wird, ne? Dass er da auch noch was sieht. Kennen wir noch nicht. Welches King kennen wir? Split hat er bekommen, Foto wird gemacht. Raptor, los! Da wird sich noch ein bisschen unterhalten, ein bisschen Smalltalk. Der steht noch ein bisschen weit hinten, wir wollen ja gleiche Bedingungen. Und noch ein paar Meter raus hier, Herr Raptor. Ein paar Meter rückwärts. Ja, nicht schubsen hier, das Ding. Ja gut, sie werden dann schon wissen, was sie machen. Sie sind ja der Pilot. Passt so, wunderbar. Mal gucken hier, der Raptor. Rotorblätter sind sich am Drehen. Gucken, ob der Raptor heute auch ausstirbt. Ich hoffe doch nicht. Und da geht er in den Flug hinein. In die 1. Zielsicher. Zielsicher durch das Tor. Schlängelt sich da durch. Ich kann es nicht. Ich gebe es ganz ehrlich zu. Also ich kann nicht Helikopter fliegen in diesem Spiel. Es geht einfach zu nicht. Zu der 2. Und dann ist mit Venus Gray schnell unterwegs. Fast gekratzt oben der Raptor. Das Wildschwein müsste inzwischen... Ah ne, da steht es noch. Drauf, sich das an, das Ganze. Und jetzt hier nochmal ein bisschen mit Schwung vorbei. Das macht er gut, da bleibt er nicht hängen. Und jetzt muss es schnell gehen. Jetzt schnell zum Dorf hier. Gute Zeit. Raptor, sie machen das klasse. Sie sind da wirklich beeindruckend. Jetzt kommt hier die 4. Immer gucken auf dem Schild, wo es lang geht. Ja, kleine Schwünge, nimmt nicht groß hier aus. Oh, man sieht ihn jetzt auch schon gar nicht mehr. Da ist er wieder, der Raptor. Da ist er aber ein bisschen nach hinten weg. Das kostet Zeit. Das sind 2 Sekunden. Ne? Das muss man wissen. Wenn die nicht da sind, ist das eine gute Zeit. Da kommt er wieder. Souverän bisher. Der Raptor. Was? Und zurück. Jetzt aber schnell. Geht er wieder auf den Hügel zum Wildschwein. Hallo sagen gleich. Bisschen tief an der Barrikade vorbei, bleibt nicht hängen, das tut nämlich weh, wenn man da hängen bleibt, das macht er nicht, aber schön, nimmt dir wieder den Schwung mit aus der 9 und grüßt das Wildschwein. Guten Tag, Wildschwein. Wildschwein sagt auch guten Tag und da kommt er. 1,25, ey, jetzt war schon jemand im Ziel. 1,33. Richtig gut. Und jetzt nochmal alle investieren, nicht am Boden knallen jetzt, Herr Raptor. Schön durch. Und jetzt den Knopf drücken. Drücken Sie den Knopf, Herr Raptor. Das ist Ihre Zeit, das ist Ihr Tag. Sie sind der Beste. Das war krass. 1,38. Das war krass. Oh. Starke Zeit. Nicht schlecht. Und jetzt? Der Albatros. Geheime Quellen sagen, mindestens 20 Helikopter hat Herr Raptor versenkt hier des Nachts, nicht wahr, um diese Zeiten zu fliegen? Mindestens, ja. Wenn man genug Geld hat, um die zu kaufen, ist das okay. Aber trotzdem unterwegs. Zu den zur Ordnung der Röhrennasen, habe ich gehört. Ne? Schwerer Vogel. Beeindruckend. Oder hat er Schiss? Hat er Schiss? Nein, er ist er da? Schon am Backen. Wer fliegt denn? Der Albatros. Der Albatros. Der muss dein Handy noch rausschieben. Ach, hey. Nun, liebes Publikum, Zeit für Werbung. Pilot namens Albatros wird sogleich hier mit seiner Maschine angehen. Geht jemand mit dem großen Heli auch oder ist das nur ein Fahrzeug zum Herkommen? Herr Kohl tut das, der Herr Kohl. Ja,
Und da sehen wir alles klar. In dem großen Heli sehen wir jetzt auch noch. Landet vorzüglich. Ist bereit, es wird nochmal ein Foto geschossen. Natürlich wird nochmal der Sprit überprüft. Ob auch alles richtig sitzt. Da wird nochmal gewunken. Er winkt nochmal ins Publikum. Was wird uns Albatros heute zeigen? Albatros, flieg, flieg. Ja. Wie ein junger Gott. Und er ist gestartet. Der Motor läuft heiß. Albatros schwingt sich machtvoll in die Höhe. Und nun bewundern wir den Flug des Albatros. Seine Bestzeit war 1,29. Geschmeidig geht er durch Tor 1. Mit sehr viel Geschwindigkeit passiert der Tor Nummer 2. Das sieht auch gut aus. Was passiert am Wildschweinhügel? Ich glaube, Zeit kostet halt nicht dieses Tor, weil man da wahrscheinlich so sehr ausholen muss. Und hinten am Slalom, die 360-Grad-Kurve. Ich glaube, das sind so die Zeitfresser. Ah, gut, Zeit. Gut, gut, gut. Sag ich jetzt einfach mal so als Laie, der nicht Heli fliegen kann. Und der Albatros passiert jetzt den Slalom. Entschuldigung. Man nennt sie auch die drei Türme der Entscheidung. Oh, das ist sehr tief. Oh, jetzt ist es aber sehr tief. Der Albatros ist im Sturzflug. Aber nicht so weit rausgekommen, tatsächlich, wie die anderen. Es sterben um die 300.000 Albatros. Richtig. Er hat jetzt kein Speed, so wirklich. Er ist sehr flach. Aber dann drückt er die Nase nach unten und Tor Nummer 9. Auch gut. Die Zeit ist nicht schlecht. Wir sind bei 1,14. Was? Kann er den Raptor bezwingen? Wir werden es gleich sehen. Oh, da muss er jetzt natürlich nochmal anpassen, weil er von unten kommt und der Albatros stürzt auf das letzte Tor hinab. Sieht gut aus. Richtig gut. Sauber durch. Klasse. Und Wahnsinn, 1,36. Unglaublich. Was war die Zeit vom Raptor? 1,31. 1,38 hatte Raptor. Oh, 2 Sekunden geschlagen. Albatros geht damit in Führung. Der Akrobat ist jetzt an die Reihe. Akrobat. Akrobat. Wer pullert hier? Und danach Fabi, der Bruchpilot. Auch so ein schöner Name. Ja, klingt vielversprechend. Da kommt der Akrobat, auch hier mit dem Pilotenoutfit. Das ist schon mal wichtig, dass man sich ein bisschen vorbereitet hat, akklimatisiert hat mit dem Ganzen, was passiert. Die Hose passt allerdings nicht. Die hat er noch aus dem Techno-Schuppen, glaube ich, mitgenommen. Hier aus dem Techno-Haus aus der Stadt. Ja, nochmal winken, aber was ist das für ein Outfit? Das ist ja... Also, egal, oh, hoffen wir, der Flug klappt besser. Gemacht. Rein. Da geht auf Start. Der Akrobat ist unterwegs. Mal gucken, was er hier mit der Strecke machen kann. Hebt ab. 7 Sekunden am Start. Auf zu dem ersten. Und auch das mit Bravo gemeistert. Gut, das hat er hier gut gemacht. Mal gucken, wie gut er da mit dem nächsten Ziel umgehen kann. Wie gut er die Strecke lesen kann. Mhm. Man sagt auch fast, der ist der Akrobat-Rieder. So gut er die Strecke hier liest. Und hoch zu den Wildschweinhügeln. Der Wildschwein guckt wieder zu, ist nicht begeistert, aber es sieht gut aus. Auch hier wieder ein bisschen Rückenlage. Geht einmal mit Schwung runter und durch. Okay. Wunderbar, schön. Kommt jetzt hier wieder runter an den Solarpedals vorbei, oben drüber. Und jetzt zu der, zu der 8, ne? Hier, an der Tor 4 macht er jetzt hier wieder Slalomlauf, ja, ohne Schnee. Einmal hier vorbei, zwischendurch. Gott, man geht nicht weit raus, das sieht gut aus. Das könnte wirklich eine gute Zeit werden hier vom Akrobat. Und da ist noch einiges drin. Das sieht gut aus. Wie macht man den Slalom denn eigentlich mit dem großen genau Heli? Souverän und wir könnten eine gute Zeit haben. Holy. Eine Minute bisher auf der Uhr. Jo, gut. Ein bisschen Zeit gekostet. Und Sturzflug. Und zurück. Jetzt aber ganz schnell. Oh, noch, ja, sehr gemütlich, ne? Akrobat, sie müssen Gas geben, ne? Jetzt die neuen ein bisschen langsamer machen. Da war auch gut, Akrobat. Und der Bremse. Der ist nicht Sturzflug gestorben. Das ist absolut Schweinerei. Alle die Flammen. Aua. Jetzt wird zu viel Risiko. Liegt eine Leiche? Ein Kutscherer vom allerfeinsten. Bist du auf dem Weg? Die Feuerwehr ist schon dabei. Schade. Bist du auf dem Weg? Die
Feuerwehr, ja dann? Selber drauf. Wo ging's denn noch runter? Ich glaube, dass... Da ist ein Löschkommando. Nee, der läuft doch da schon. Ölge mit der Spritzpistole. Da läuft doch schon einen nackig hin. Wo ging's denn hier runter? Fahr mich hin, der Bugpilot. Alles klar. Nein, der hat sein Knochen sein. Doch, ich hab's geil. Aber Schädel. Der war schon angehauen. Ich dachte, ich krieg kein Skull mehr raus, aber ich habe jetzt geskullt. Ist sie gestorben? Das hat sie von mir gelernt. Komm, zweite Runde ab. Nee. Okay. Lebt noch. Ja. Es ist immer noch alles drin! Wo? Oh, hallo? Das ist ein Diebstahl hier! Da wird der Heli gestohlen! Hallo? Polizei! Hat wahrscheinlich okay. Oder wir wollen nur was einkaufen gehen! Aber oh! Ah, sie lebt noch! Schade! Überleben! Oh, Fabienne! Aber es sah besser aus als bei mir, also von daher! Und jetzt! Richtig! Pilot! Ich hab ihm Mut zugesprochen, nicht auf. Oh, ich dachte, er fliegt mit dem Großen! Sehr gut, Fabian, sehr gut! Cool! Jetzt kommt es drauf an! Jetzt kommt es drauf an! Oh, langweilig! Ach, das! Wollen wir mal nichts hier. Das ist ein Parkplatz. Das ist der Kohl, der mit. Haben wir eine 136 vom Raptor, eine 138. Was wird Herr Officer? Detektiv Cole hier heute leisten. Detektiv, ne? Erstmal reparieren das Gerät. Da wird getunt. Erstmal noch sein Fluggerät. Oder hat er es gar modifiziert? Den hat er tiefer gelegt, den Flieger. Da fliegen sie einfach drüber, Herr Cole. Das kriegen sie doch hin. Das ist der kleinste Hindernis. Schön den windschnittigen Sombrero auf, ja. Und dann geht es los. Der Goal auf dem Vogel, der Goal auf dem Vogel, was macht er denn da mit dem Joystick? Das sieht aus, als wäre er am Zocken hier. Die 1, durch die 1, das war knapp, das kriegt er noch. Schön souverän, gibt Gas hier. Schnell auf dem Boden. Ah, aber das kostet Zeit. Wollte er sich da auch einen Monat kaufen am Shop oder was war da los? Die 2, der Detective analysiert natürlich die Strecke schon vorher. Ist die Strecke schon um die 43 Mal, glaube ich, geflogen oder 44 Mal? Ich bin mir nicht sicher. Sieht jetzt hier oben das nächste Loch, in das er rein muss. Auch das souverän. Das sieht gut aus, Detective. Bleiben Sie dran am Fall. Manchmal braucht es ein bisschen länger, bis man ans Ziel kommt. Das kennt er von den Einsätzen. Und ja, guter Schwung hier. Ich bin begeistert. Jetzt zur Spirale. Oh. Das hat er gut gemeistert. Oh, wo will er denn dahin? Aufs Oil Rig wollte er gerade, glaube ich. Der Detective hat da noch kurz mal die Kiste hacken wollen. Und kommt wieder zurück und geht. Ja, jetzt ist er wieder weg. Hat er den Heli geklaut? Herr Kohl, bringen Sie den Heli zurück. Da ist er wieder mit dem Heli. Hat ihn doch nicht geklaut. Und macht hier nochmal so einen kleinen Bogen. Und jetzt nochmal ganz schnell. Jetzt geht's ganz schnell am Wasser vorbei. Zack, zack, zack. Nicht landen. Zugriff, Herr Kohl, Zugriff. Und durch die neuen, durch an den Barrikaden vorbei. Die Barrikaden jetzt hinter sich. Der Kommentar vom Schieß. Nochmal hoch. Das hat ein bisschen Zeit gekostet. Aber jetzt ganz schnell. Nach vorne da den Sombrero richtig auf das Ziel ausgerichtet. Das Wildschwein gegrüßt. Und jetzt hier nochmal. Das sieht gut aus. Da hängt er fest. Lebt er? Im Sturzflug, Kikutschat, das Ding ist durch. Lebt dann. Oh, da ist er wieder. Unterschätzen Sie den Goal nicht. Der lebt noch. Er hat den zweiten Heli geparkt. Ich wollte gerade sagen, der Heli war doch fast komplett. Da geparkt und ist jetzt umgestiegen. Der kommt jetzt wieder runter. Der Heli war doch komplett kaputt. Da gibt er Gas. Oh, das ist aber jetzt, ja. Nein, das kann doch nicht sein, dass der Heli immer noch ganz ist. Oh. Er ist tot. Oh, hier brennt's.
So, jetzt müssen sie erstmal die Sachen holen. Damit ich ihn kaputt hauen kann. Mich wird eine Feuerwehr hier, das finde ich mega nice. Feuerwehr, nice. Hat er sich hier einen Schlafsack gemacht? Ja, hat er. Geh mal ein Stück zurück. Ich hab aber Angst, dass die auch gut tun. Sehr gut. Auch ein Schädel. Reicht. So, jetzt haben wir schon zwei Schädel, hervorragend, das ist ja ganz wunderbar. Deswegen sind wir doch da. Oh nein! Oh nein! Deswegen sind wir da. Dabbas, aka Marienkäfer, schwingt sich empor, seine dicken Flügel flattern und wir sehen Tor Nummer 1. Was soll man sagen? Einfach ein bisschen langsam und bedächtig. Man meint, er will da landen. Oh, er hängt mit dem Rohr fest! Hast du ihm auch bei Glück? Nun geht es aber auf Tor Nummer 2. Nee. Achso, okay. Nee. Ja, dann ist der Marienkäfer kurz ein bisschen zu fett gewesen, wird doch ein. Stehen bleiben. Tor Nummer 3, ja. Weit! Holt er aus! Jetzt frisiert der an! So langsam wie er ist! Bisschen tief nach dem ersten Tor. Und jetzt Speed! So schnell ist ein Marienkäfer noch nie an einer Tribüne vorbeigeflogen. Eingefädelt beim ersten direkt. Ja. Und da! Insektglücklich, wir haben zwei Skulls. Die Nummer 4. Zwei Lampen mehr. Sehr gerade passiert. Da dreht er nochmal. Wer denkt sich das also? Wahrscheinlich hat er auch Starbucks auf seinem Helikopter geparkt und schlürft nochmal eine ordentliche Runde am Getränk, während er hier den Slalom mit einer Seelenruhe. Er denkt, seine Taktik wird sein: 5 kommen eh nicht durch, das schaffe ich. Oh, ich habe hier den Soundbug. Oder jemand, der hier läuft. Nun! Ja. Hast du dabei? Wie bitte? Es ist auch nicht so einfach, so einen wuchtigen Hubschrauber zu drehen, nicht wahr? Macht er denn da? Jetzt Speed! Wo bleibt der Speed? Eis. Das Kind, das Tabak muss halt die Nase nach unten drücken! Nun! Los, Marvin! Oh, er kommt so hoch! Nah an die 2 Minuten, ne? Mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit passiert der Tor Nummer 9! Das ist die Katze, die schleicht in der Grund. Okay. Was tut er? Der Schwein grüßt. Langsam. Genießt ja aus, ich sehr langsam. Kommt er da nun durch? Das sieht gut aus. Zumindest kann er den Kopf Kohl schlagen, wenn er das letzte Tor passiert. Zwar sehr langsam, aber immerhin. Da kommt Starbucks. Letzte Tor. Ja, jetzt muss er bloß noch landen. Und mit einer das war schön. Starbucks hat die Runde beendet. Zu früh. Er war dabei. Und jetzt der Herr Poison. Das war zu früh. Ja. Sehr schön. Bis zum letzten Mal. Herr Poison. 2 Minuten schon. Mike über 2 Minuten. Nee. Der Golder ist jetzt nebensächlich. Ich glaube, Top 5 wäre drin gewesen. Er hat es dann vielleicht nicht geschafft. Dann wäre der Rubens Gerisch als nächstes da. Deputy Rubens Gerisch. Genau, Poison kommt noch. Rubens Gerisch spielt auch die Plätze. Der Herr Meier sich angemeldet. Könnte sein, dass es gleich an der Tür klingelt, dann muss einer von uns beiden leider einmal die Tür. Nicht wundern. Komm mit. Ups. Wir haben 2 Schädel. Alles ist gut.
müssen noch mehr Leute sterben. Ein Schädel macht eine Lampe. Ich zieh meine Keule über. Und Deputy Rubensgerisch, sind Sie da? Ja, aber es muss erst Preußen kommen, oder? Kommen die erst Preußen? Zum Weg, glaube ich. Ist er abgehauen? Aber es war gerade Starbuck, oder? War man noch auf den Rubensgerisch. Gerade war das Starbuck, oder? Hab ich muss noch Mama fragen. Herr Ruben, wo sind Sie, Herr Ruben? Ein Auto ist versunken. Ruben ist bereits am Helikopter. Ein Auto wurde versenkt. Ja, wunderbar, da geht es los, glaube ich. Da kommt der Rubensgerisch mit dem Helikopter. Wenn das mich nicht täuscht. Und danach? Danach ist der Tieffliege an die Reihe. Oh, aber ich habe gerade irgendwie einen Amnesie, glaube ich. Es ist Deputy Rubensgerisch. Ein Applaus! Ja. Ein Applaus! Sie sind unsere Hoffnung! Rubensgerisch schafft es gerade so über den Helikopter. Gut, Schlottig. Legt sein Fuel rein, ja. Sagt Danke, sehr höflich, so kennt man ihn. Gut, der Start und die Zeit läuft noch nicht. Was macht er denn da? Ist das zu kompliziert für den Rubensgerisch? Schon am Start, weiß er nicht, was er drücken soll und die Zeit läuft. Herr Rubensgerisch, Deputy Rubensgerisch, einer unserer besseren Deputies. Der einzige Deputy, schade, den wir haben. Eine wahre Erfolgsgeschichte. Vom Officer zum Deputy innerhalb von wenigen Tagen. Mal gucken, ob er auch hier an diesen Erfolg anknüpfen kann. Er selbst hat vorhin gesagt, naja, ich hab's mal probiert. So gut lief's nicht. Aber gucken wir mal, wie es heute läuft. Da ist noch einiges drin. Man kennt ihn. Öfters ist er im Funk. Ist er wat am Essen. Aber jetzt kommt er hier durch. Und das macht er ganz gut. Ja, das macht er gut. Auch hier wahrscheinlich wieder einen Donut in der Tasche, den er zwischendrin noch mal kurz verspeist, der Herr Gerisch. Glücklich vergeben. Darf auch wieder zu Hause wohnen jetzt. War lange ausgesperrt von zu Hause. Auch das hat sich, glaube ich, geklärt inzwischen. Aber Maßnahmen und Voraussetzungen sind getroffen. Oh, der Deputy, da geht er tief ran an die 8. Kommt von der Seite wieder rein. Nicht, dass er jetzt einen Einsatz reinkriegt und los muss. Das wäre schrecklich. Ist ja nice. Nee, das schafft er noch. Der ist noch da. Da kommt er hier nochmal zwischendurch das Ziel. Cliff, hallo? Jetzt schnell am Wasser vorbei Richtung Wildschweinhügel. Die Leute gucken gespannt. Also, nimmt er die Barrikade nicht mit? Sehr schön durch die 9. Da kann er, der Ruben, gestern schon geübt und heute hier mit Bravour dabei. Oben durch das Loch jetzt gleich. Wildschwein gegrüßt. Pfote geschüttelt und durchs Loch durch. Oh, nicht landen. Das war aber knapp. Sie sind noch nicht fertig. Nicht landen. Weiter geht's. Kein Problem. Herr Gerisch, der Deputy im Fokus. Hier vorbei. Oh, ja. Nice. Ein bisschen am Sand entlang. Ja. Ne? Ein bisschen. 1,35, schafft das? Und schnell raus. Und Kopfdrücke. Fast runtergefahren. 1,36. Nicht wieder auf die Maushand legen, Hase. Wahnsinn. Nicht wieder auf die Maus. Stechen. Katze legt sich auf die Maus. Und jetzt Entschuldigung, der Tiefflieger. Ah. Gut gemacht. Das sind das Tiefflieger, warte mal. Kann mir das aber nicht merken. Und da sehen wir den Tiefflieger. Ja, Bob wird Rust. Wird er seinen Namen gerecht heute werden? Wir werden es sehen. Herr Recher, Sie sind am nächsten dran. Ah, sehr schön. Jawohl. Was können wir vom Tiefflieger erwarten? Wir sind gespannt. Wo parkt er denn? Und da läuft die Zeit. Zack. Tieffliegermäßig geht er voran. Wird er das erste Tor tief nehmen oder hoch nehmen? Eher links oder quer, wir werden es sehen. Der Tiefflieger fliegt los. Und tief durchstreitet er das erste Tor. Nun, Tor Nummer 2 sieht gut aus. Jetzt hoch auf den Berg. Der Mann scheint seinen Knüppel unter Kontrolle zu haben. Fest umschlungen, wirkt er den Knüppel nach unten und fliegt an uns vorbei. Rein in den Looping. Slalom. Tor Nummer 4. Ja, sieht gut aus. Weit ausgeholt. Oh, aua.
Ist er tot? Nein. Oh. Schieß ihn ab! Schieß ihn ab! Schieß ihn ab! Steht da, hebt die Ärmel. Ich weiß auch nicht genau, was da passiert ist. Jetzt der Ärmel. Da flüchtet der Kommentator schnell zum Helikopter. Der ist als nächstes dran. Der Airwolf. Ja, der gewinnt. Mal kein Schädel. Es hat sich gar nicht gelohnt zu kutschern, ja? Was soll sagen? Vor dem ist, ist die Party auch hier? Nee, die ist nicht. Die hat das Wasser gelassen. Nee? Ich denke, mal sehen, dass sie ja... Jennifer die Party teil. Ich? Ja, klar. Tolle Idee, tolle Idee. Das ist keine gute Idee. Gucken wir mal hier. Ja, schlimmer als der Herr Kohl kann es nicht werden, der ist abgestürzt. Da kommt da der Ehrwunsch. Das stimmt, ja, das stimmt. Sind wir nur ein bisschen bereit? Natürlich mit Musik. Mit Musik. Wie sollte es auch anders sein? Musik. Das ist ja der Wahnsinn. Muss jetzt nur noch landen. Da ist ja der komplett, der ist ja komplett durch mit der Welt hier, der Airwolf. So, Musik ist an. Der Airwolf ist moderiert. Perfekt. Der Airwolf. Los, bitteschön. Ja, wohl war eine Serie, die von 1984 bis 1986 lief. Eine Episode, 40 Minuten. Hoffen wir, dass das heute nicht ganz so lange dauert. Wer ein bisschen schneller ist, nimmt hier Abbau. Geht los. Der Airwolf ist ein geheimer, geheimer Hubschrauber. Original von Bell Triple Two, eine modifizierte Version und geht hier direkt an den Start. Man kennt auch aus den früheren Zeiten vielleicht die Serie, wer da noch dabei war. Herr Golden müsste es noch kennen und damit aufgewachsen sein. Hoch zu dem Wildschweinberg. Oh, etwas tief. Muss da hoch. Die Wildschwein ist oben. Was macht er denn da? Ja. Der, durch das Loch. Da kommt er. Wo ist er denn? Da ist er wieder. Hat es gut geschafft, okay. Durch das Loch hier. Anstatt dem Huckleberry sitzt heute der Schlotzen drin. Und der Schlotzen gibt Gas. Der Schlotzen ist motiviert. Ganz da vorne lacht komplett im wahnsinnigen Modus hier zum Slalom. Seitlich rein. Auch das ist eine neue Technik. Die haben wir heute noch nicht gesehen. Oh. So seitlich in den Slalom. Oh. Da knallt's. Da knallt's. Da knallt's leider schon hier das direkt zu Herrn Schlotzen. Aber das ist kein Problem. Kurz gefliegt auf dem. Ja, wo ist er denn? Auf dem Vogel da, auf dem Fluschvogel. Hat er kurz den Helikopter geflippt. Und dann kommt er wieder. Zurück durch das Slalom, an der 4 vorbei. Gute Zeit soweit, wenn man es optimistisch sieht. Und unten durch die 9 haben wir da. An der Barrikade vorbei, die Barrikade gestreift. Und der Airwolf liegt in Teilen. Keine Fortsetzung, das war die letzte Staffel. Wer hätte das gedacht? Toro crasht. Ich hätte es nicht gedacht, weil er kann sehr, sehr gut fliegen. Ist er tot? Ich sehe ihn nicht rumlaufen. Hans! Ich bin ganz normal. Schade. Ist er tot? Ja. Jenny, ich sehe nicht rumlaufen. Gut, dass ich nicht gebettet habe. Ja. Tun Sie mal. Tun Sie uns das gefallen. Haben wir noch einen Hubschrauber, Herr Rudi? Ja. Da läuft jemand nackt. Alles klar. Alles klar. Schädel. Fängt der gut an. Einfach nicht sterben. Wenn nackte Leute hier rumlaufen, heißt das, es gibt einen Schädel für mich. Alles klar, los geht's. Stell wieder weg. Ja, Rupen, wo steht denn unser Hubschrauber? So. Jetzt haben wir nicht mal was verpasst, weil hier Hubschrauber gesucht werden. Sehr gut. Perfektes Time-Management. Ich hab ich habe ihn gelegt, Schlafsack schon vor die Füße. Ja, braucht ein Schlafsack. Ah, vor die schönen Füße. Patty kommt, glaube ich. Die Sumsebiene. Hey! Wir nehmen Stein, verdammte Axt. Das ist ein Stein, das ist wunderschön.
Ah, sehr schade. Sah gut aus am Anfang. Sah gut aus. Ja, das habe ich leider nicht verstanden. Oh, da kommt noch ein Becherhelm. Ja, ja. Warte, wer ist denn das? Er ist aber nicht Patti. Frau Schlotze nicht. Das überlasse ich Ihnen. Das können Sie gerne machen. Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie einen Extra-Piloten. Pilotin. Hier sehen Sie Schlotzi-Keck Schlotzen. Mit ihrem Flugapparat, dem schweren Schwan. Dem schweren Schwan. Gut, dass Sie sich die Strecke angeguckt haben. Da hängt doch ein Bild. Wahrscheinlich geht das total in die Hose. Nein, das kommt dann weg. Da gibt's noch mal Instruktionen, wie man zu fliegen hat. Ist das nicht so, dass da große Schilder an den Ohren stehen würden? Aber das geht nach hinten los. Einfach fliege nach Zahlen, ne? Einfach im Kreis. Die Uhr wurde noch nicht gedrückt. Im Notfall zu Eilrich. Ja, klar. Und dann geht's los. Sie steigt ein. Der schwere Schwan wird sich jetzt in die Luft erheben, oder? Oh Gott. Vielleicht kriegen wir noch einen Schädel. Ja, wir kriegen noch einen Schädel. Vielleicht sogar zwei. Weil das waren zwei Leute. Das war aber nicht die schnellste Zeit heute, würde ich sagen. Hallo, guten Tag. Ich muss hier mal durch. Ich brauche mein Messer. Guten Tag. Ich muss kurz hier durch. Nee, Quatsch, die sind da runtergekommen. Der Herr Meier. So hat sie sich den Plan angeschaut. Sie sind an die Reihe. Ja. Das kann ich auch. Können wir machen, ja. Praktisch sogar zwei Schädel, das ist sehr, sehr praktisch. Wie sieht denn das aus hier? Wer kommt jetzt? Nicht Feuerwehr ist nice, die gefällt mir. Okay, das war er. Wo ist Chen? Ah, hat sie einen Schlafsack? Alles zu spät. Ich glaube nicht. Helge, kannst du bitte hochgehen und den Sprit geben? Auch ein Schädel. Gesagt, ich bekomme einen Schädel. Links, habe ich gesagt. Noch einmal Platz für die Items? Nein, leider. Für Chance oder was? Hat die keinen Schlafsack hier? Danke. Ich glaube nicht. Hat jemand noch meine Kamera? Die Klamotten, Moment. Nö. Hast du ein Möhrenmesser dabei? Das kann man craften. 1500 Scrap hat sie dabei. Ich glaube, das macht sie wieder. Könnt ihr bitte da vorne in die Kiste reinpacken? Welche? Wo? Ach, hier. Eine Taschenlampe. Ne, sie hatte 1500 Scrap. Das muss ich erstmal. Das ist ihrs. Was? So, ihre Steine kriegt sie auch wieder. Sollte für alles sein. So. Ich hier keinen. Was ist denn mit ihm hier? Ach, der ist noch nicht viel leer wahrscheinlich. Nee, doch, hä? So geht das nicht. Der ist ja voll die Schweinerei. Ich möchte den Schädel haben. Kann den auch nicht quasi, weißt du? Der wird nicht weniger. Ah, jetzt. Auf dem Popo. Alles klar, hab den Schädel. Auf dem Popo hat funktioniert. Das ist auf schwarz. Dann auf G. Haben wir als nächstes Piloten. Da sehe ich eine allbefüllte. Gut, hat sie gefunden. Willem, ich übernehme. Sag ich mal kurz ab. Frau Dingels ist dran. Das wollte sie sagen. Frau Dingels ist dran. Gar kein Problem. Frau Dingels startet. Suki versucht sich auch. Vielleicht kriegen wir gleich noch einen Schädel. Mal gucken.